Hallo. Na, ich war mir bis zur letzten Sekunde nicht ganz sicher, ob Maurice Regie macht oder nicht. Ich hoffe, man hört mich. Maurice, kannst du mal auf die anderen Kameras schalten? Weil guck mal, jetzt seht ihr was Krasses. Ich habe nämlich alle drei Kameras auf mich. Hey, mich gibt es so drei Perspektiven. Ich höre schon im Chat übrigens, dass ihr wegen dem Be-Right-Back-Schild, ich habe es hier hingetan, damit es noch mit im Bild ist, aber erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr bei Bonjour eingeschaltet habt. Heute bin ich mal wieder da, ich war jetzt ewig nicht hier gefühlt, glaube ich. Letzte Woche haben wir ja Wonder Straight gespielt, ne? Da war ich da, sonst glaube ich gar nicht, oder war das vorletzte Woche? Naja, ich war ewig nicht hier. Wir spielen jetzt gleich Unforeseen Incidents. Was ist das für ein Spiel? Das ist von einem kleinen, jungen Team hier aus Deutschland. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, aus Heidelberg. Ich bin mir nicht sicher, ob Markus und die Jungs gerade im Chat dabei sind oder nicht. Alle, die Gamescom-Sachen von uns gesehen haben, erinnert ihr euch, dass wir auf der Gamescom, irgendwann sind wir mal in der Indie-Area rumgelaufen und dann kam, dann wollten wir irgend so ein Fahrradspiel, Downhill, irgendwas gegeneinander spielen. So, und ich war weg, aber man hörte in den Videos meinen Ton noch. Und während dieser Ton, das war, als ich mich mit den Entwicklern unterhalten habe, also als wir über Unforeseen Incidents gespielt haben. Und mich hat das Spiel sehr beeindruckt. Ich fand es damals schon sehr schön und da waren sie noch gar nicht so weit, wobei doch schon eine Menge passiert. Aus Bochum, schreiben Leute, aus Bochum. Aber es heißt doch Heidelberg, der Pub. Ist ja auch egal, vielleicht stimmt Bochum ja wirklich. Ich habe noch gar nicht gespielt. Also ich habe wirklich nur auf der Gamescom ein bisschen Kram gesehen, habe mir nochmal den Trailer angeguckt. Ich bin bei Point-and-Click-Adventuren, die machen halt nur beim ersten Mal richtig Bock. Und deswegen ist meine Einstellung auch zu diesem Spiel frisch und jung oder gar nicht. Könnt ihr mich gerne zitieren. Wir dürfen das erste Kapitel spielen, denn das Spiel ist noch nicht raus. Wenn ich mich richtig erinnere, erscheint es am 24. Ich kann mal auf die Seite von dem Spiel gehen. Geht das nicht? Man kann auch hier im Store das aufrufen. Unforeseen Incidents. Gucken wir mal. Hä? Aber ich hab's ja schon. Vielleicht ist es auch noch, einfach noch nicht so richtig im Store. Macht nichts. Ich habe das Spiel schon. Ja, es erscheint auf jeden Fall jetzt demnächst. Oh, mein Ohr juckt wie blöde. Was ist denn los? Heute war ich im Garten. Ich habe heute Tomaten gepflanzt. Und beim Tomatenpflanzen sind mir wahrscheinlich irgendwelche Tomatenfliegen in die Ohren geflogen, weil meine Ohren auch so rot sind. So. Ich starte jetzt schon mal das Spiel. Wir sind noch in einer Beta-Version. Also sollten wir auf schlimmere Fehler stoßen, das ist unsere Ausrede. Ich bin vom Stil sehr, sehr angetan. Das habe ich auch direkt auf der Gamescom schon gesagt, dass ich es echt wunderschön finde. Hör ich auch was? Ich hoffe mal. Ich hoffe mal, ich höre was. Geht bestimmt gleich los. Kann man schon finden bei Steam? Ja, kann man, ne? Weil ich konnte es eben nicht finden, aber man kann das Spiel schon finden. Los geht's los. Ich habe es eben schon einmal testweise gestartet. Start auf jeden Fall. Wenn es jetzt gerade nicht angeht, dann müssen wir es einfach nochmal starten. Es geht. Oh, sieht das geil aus. Ich kann auch nur über die Box. Viel geiler. Dann mache ich aber eben die Tür zu. Gleich wieder da, Freunde. Warte, ihr könnt auf allen Kameras begleiten, wie ich rübergehe. Nee, stimmt nicht. Tür zu, es darf hier ruhig warm werden. Ist alles egal. Ventilator raus. Das nervt alles nur. Ah, wir wollen jetzt mal unsere Ruhe haben. Das sieht doch ein bisschen düster aus, ne? Vielleicht mache ich es mir auch ein bisschen dunkler. Wartet, Freunde, ich mache es schön düster. Ah ja, schummrig muss es sein, schummrig. So besser? Oder sehe ich nur schlechter ausgeleuchtet aus? Nee, ist ein bisschen stimmungsvoller. So. Ich habe den Blick auf dem Chat. Minus, minus oder leiser oder was? Oder. Ihr müsst schon sagen, es soll leiser oder soll lauter, weil das kann ich machen. Ist wahrscheinlich noch sehr laut, gehe ich jetzt mal von aus. Ich mach's mal so. So, Einstellung. Wir gucken erstmal, ob es irgendwas Wichtiges gibt. Sprache. Was sagt ihr? Englisch, Deutsch? Ich habe die englische Sprachausgabe im Trailer gehört und die ist der Shit. Deswegen, ich tendiere aktuell zu Englisch, weil die Sprachausgabe wirklich Hammer klang.
So, wartet. Oh, ja, ja. Schön rein. So, Schriftstil kann ich auch. Wir nehmen mal Standard. Was standardmäßig an ist, nehmen wir erstmal. Untertitel an, aus. Englisch, 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 Englisch. Ja, okay, Englisch hat gewonnen. Wir spielen auf Englisch. Hervorragend. Sound. Passen, lassen wir erstmal alles so. Und wir gehen auf... Boah, sieht das geil aus, ey. Geiler Song auch. Ihr merkt schon, ich möchte dieses Spiel wirklich mögen, weil ich es auf der Gamescom echt schön fand. BWET Talk Radio. It's 5:30 p.m. You're listening to Backwoods Radio. This is Bobby. And the Duke. Coming to you live from the Seagull Stadium in beautiful Port Nicola. Our top story today is still the outbreak in Yelltown. Tell us about that, Duke. An area of farmland outside Yelltown is still in quarantine 1 week after the deaths of 3 people with fever-like symptoms. Yeah. Senator Sylvia Thurlow, head of the Bureau of Public Health, gave a press conference earlier today. Let me reassure the people of Yelltown that the risk of contagion is very, very small. However, if you do experience a high fever, nosebleeds, or coughing fits, please stay calm, stay where you are, and call the RHC emergency hotline on 111-111. That number again, 111-111. I hope our listeners in Yelltown are feeling fit and healthy because you do not want to miss tonight's big game. That's right, Bobby. Port Nicola Seagulls versus my team, the Blue Ridge Raccoons. Raccoons suck. Go Gulls. Haha. Whichever team you support, the atmosphere here in the stadium really is electric. Geiler Look auf jeden Fall. Gefällt mir sehr gut. Hello? Harper, it's Rupert. Professor McBride, how are you? Not great, actually. There's a problem with my laptop. That's a very familiar phrase. I know, but it won't charge. And I'm right in the middle of processing some crucial data. I'm supposed to be driving over to Port Nicola today and... Say no more, Professor. I'll grab my multi-tool from upstairs and be right over. Oh, thank you, Harper. No problem. See you soon. Okay, los geht's. Always the same. Da, Markus. Oh, mit dem habe ich geschrieben. Oh! Co-Writer. Das ist der Beckett King. Okay, geht schon los. Da, stimmt, mit dem Matthias hatte ich auf der Gamescom gesprochen, weil ich da schon den Stil richtig geil fand. Ich kann nicht so richtig beschreiben, an was es mich erinnert. Also, wenn ich sehe, denke ich jedes Mal, es kommt mir irgendwie bekannt vor. In Yelltown, the weather can get pretty rough come winter. Folk like their coats. Bad news, as usual. Tristan hat Sound gemacht. No time to eat. I should get my multi-tool and head over to Professor McBride's. Okay, wir holen unser Multi-Tool. Rugrats. Ja, es ist so gewollt unsauber, auch die Linien ein bisschen schief gezogen und so. Dadurch sieht es halt so geil aus. Also ich finde es halt sau spannend visuell. Und das finde ich jetzt immer bei einem Adventure total wichtig. So, was suchen wir? Hose haben wir schon. Da liegt unser Multi-Tool. There it is. Good old Multi-Tool. Let's go fix the professor's computer. My trusty 40-watt chisel tip Langham soldering iron. You need a good soldering iron if you want to tinker with electronics. Okay, wir können noch Bugs reporten, das wollen wir auch. That's right, ladies. It's my ham radio. Oh, Harper, we love you. Your ham radio is so cool. Calm yourselves, ladies, please. Oh. Okay. Okay, das kommt wahrscheinlich später noch zum Einsatz. Okay, warte. Nein, können wir nicht. Widmen wir uns später. Oh, Entschuldigung. Kommen wir hier raus? Wahrscheinlich irgendwo an den Rand einfach, ne? Ja, wie komme ich hier weg von dem Radio? Oh, oh, ich bin zu dumm. Ah, mitten drauf.
lebt der Typ denn? I decided to cover up the window. Sunlight makes it real hard to sleep during the day, you know? Nicht wundern, wenn ich jetzt am Anfang ein bisschen leise bin. Ich will die Dialoge halt unbedingt hören, weil ich die Stimme echt cool finde. Also ich finde es auch saugut gesprochen. Ich gehe jetzt einfach mal on Tour. Da oben ist unsere Butze. Also wir haben schon gelernt, irgendwie Leute werden krank. Die Regierung sagt, wir sollen uns keine Sorgen machen. Wir haben wohl mit diesem Professor irgendwas zu tun. Alter, geile Statue. Hey there. Oh, Harper. Thank goodness you're here. Come in. What's the trouble, Professor? That blasted battery is trying to murder me. You know, for a scientist, you don't always... It will not charge. And I'm in the middle of modeling the latest data from our research team. It's been processing all night. Oh. If I lose power now, I'll have to start over. I need this analysis for a very important presentation at PNU tomorrow. Can you fix it? Ist das ein deutsches Spiel? Wieso zum Geier will man das auf Englisch hören? Weil ich die englische Synchro im Trailer gehört und die war geil. Also ist doch völlig egal, ob man es auf Englisch oder Deutsch hört. So. So helfen wir ihm direkt? Ne, what's the presentation about? It's my analysis of factors leading up to the recent outbreak. Yelltown fever? Yes. No. Well, the trouble is, we don't really know what kind of disease it is yet. Es gibt auch deutschen Ton für alle, die sich gerade fragen. We're hoping my research might help fight whatever killed those people. So. Hm. Fragen ist Yelltown fever really that dangerous? I'm afraid so. The little brute seems to be acutely virulent. By all accounts, it kills in a matter of hours, not days. Jeez. Hours? What if I've got it? You'd know, Harper. I'm told symptoms start appearing immediately after infection. Wow. Those poor people. Don't lose hope, son. There's still time to contain it and prevent an epidemic. Isn't the government fragen wir, ob die Regierung was macht. Yes. They've placed us in the benevolent hands of the Rancho Health Corporation. I thought RHC said everything was under control. That's how you know they're cacking their pants, Harper. See, I know these people, and I know they'll struggle to fight this disease without my input. Oh, da, guck mal. Da sind sie doch. Games by Backwoods. Ich denke, das sind die Entwickler, wahrscheinlich Markus und Co. Also wenn ihr Fragen zu dem Spiel habt, könnt ihr sehr gerne im Chat auch die Fragen posten. Und wenn die Entwickler es wissen, also Markus und seine Jungs, dann werden sie wahrscheinlich euch auch noch direkt antworten. Vielen Dank übrigens für den Key an dieser Stelle auch nochmal. Ich war sehr gespannt drauf. Ich frage ihn jetzt mal, ob er eine Heilung kennt. Can you find a cure? It's not quite as simple as finding a cure. But if anyone can beat this thing, it's my research team at PNU. They're the best in the country. All we need is a sample of the bugger. So anyway. Ich kann ja mal, kann ich im Spiel noch umstellen? Geht das noch? Kann ich die Sprache? Guck mal, ich kann mal auf Deutsch umstellen. Dann gucken wir mal, Freunde. Dann gucken wir mal, was alle dazu sagen. Warum sollte ich in McBrides Schränken rumschnüffeln? Können wir mal mit ihm reden, dass wir ihn nochmal... Professor? Hören. Ja? Irgendeine Idee, was mit Ihrem Laptop sein könnte? Nein, ich habe das Netzteil angeschlossen, aber der Akku lädt nicht. Sind wir hier in Yelltown sicher? Ich weiß, es ist beunruhigend. Die Notstandsmaßnahmen, das abgeschirmte Behandlungscamp. Aber das ist alles kein Grund zur Panik. Bisher gab es nur sehr wenige bestätigte Krankheitsfälle. Okay. Ich werde nicht in Panik geraten. Noch nicht. Ich mag jetzt schon, dass ich kein Held bin. Ich bin ein großer Freund von Geschichten, die anfangen damit, dass ich kein Held sein will. Haben Sie versucht, ihn aus- und wieder einzuschalten? Sehr witzig. Ihn auszuschalten ist genau, was ich vermeiden möchte. Die Modellrechnung läuft noch. Gut. Ich schau mal, ob ich den Laptop reparieren kann. Ich finde beides Danke. Gut. Also, weil im Chat gerade diskutiert wird, ob Englisch oder Deutsch besser ist, ich finde beides gut. So, wo hat er denn seinen Laptop? Gar nicht. Da hinten. Der Akku ist fast leer und er lädt nicht. Ich verstehe das nicht. Ich habe den Akku vor 2 Wochen oder so ersetzt.
Können wir nicht einfach unser Multitool nehmen? Ah, okay, dann wahrscheinlich. Ach, geil. Ah. Eigentlich würde ich ihn einfach aufschrauben und einen Blick reinwerfen. Aber die Datenanalyse läuft noch und die kann ich nicht stoppen. Dann das. Ah, da ist es doch. Kaputt. Okay, dann schauen wir mal nach dem Netzteil. Da haben wir es. Das Ladekabel ist gebrochen. Verdammt! Wie konnte ich das übersehen? Kein Problem, Professor. Mit meinem Multitool und etwas Isolierband ist das ganz schnell repariert. Oh, gut. Ich hatte irgendwo Isolierband. Wo war es noch? Ich werde schon finden. Kein Isolierband. Nur ein paar alte, verstaubte Schallplatten. Das sind Klassiker des Blues, Harper. Erinnerst du dich noch, wie du sie auf meinem alten Plattenspieler gehört hast? Es ist 2017, Professor. Ich höre jetzt Kassetten. Mhm. Laborequipment, Ordner, aber ich sehe kein Isolierband. Na okay, geil. Die Funktion gibt's auch. Also ich mag es nicht so gerne, aber ich finde wichtig, dass es das gibt. Ich habe gerade die Leertaste gedrückt, dann sieht man, mit was man interagieren kann und so. Wieder kein Isolierband. Nur ein Haufen Schrott. Schrott? Nur mal so aus Interesse. Wie aufgeräumt ist deine Wohnung denn derzeit? Oh, ich muss aber kurz reingehen. Sekunde. Sie könnten Ihr pralles Universitätsgeld locker in eine Reinigungskraft investieren. Das hier erinnert mich daran, wie ich im Labor geholfen habe, als ich noch ein Kind war. Ich glaube, wir haben eine unterschiedliche Vorstellung des Wortes Hilfe. So, Freunde, ich muss ganz schnell mir mein Essen reinlassen. Haha, ich mache mein Mikro wieder aus. So, wieder da. Scheint ein wichtiges Meeting zu sein, das sie da draußen haben. Ich bin gerade vorbeigelaufen und die haben mich gefragt, ey, Hocker, hast du schon mal VR-Porn gemacht? Das war alles, was ich aufgeschnappt habe. Danach hat er einen Schluck aus seiner Magu-Dose genommen. So, weiter geht's. Wir suchen das Isolierband immer noch. Ein schöner Abend in Yelltown. Sind da, das ist doch auch noch ein Schrank. Aha. Hier ist das Isolierband. Wunderbar. Kannst du den Laptop jetzt reparieren? Hoffentlich. Dann nehmen wir das Isolierband. Isolierband. Ach so. Damit sollte das... Ich will es immer nur nehmen, aber ich muss es drängen und droppen. So. Hä, was soll das? So. Netzteil. Ich muss das Kabel erstmal neu verdrillen, bevor ich was drumherum klebe. Okay, dann nehmen wir hier... Ich wüsste Nein. nicht, wie... So. Mit was soll ich denn das verdrillen? Damit... Ach, da ist er. So, und nun schneide ich das Kabel auseinander. Und jetzt fummeln und verdrillen. So, sieht gut aus. Wir können einfach alles. So, jetzt noch normgerecht absichern. Also nach Bastlernorm. Also, dann mal eingestöpselt und ran an den Saft. Okay, er lädt wieder, Professor. Ha! Oh, du bist ein Held, Harper. Was schulde ich dir? Ach, das geht aufs Haus. Aber ein brillanter Denker wie Sie sollte nicht immer gleich den Dorftrottel rufen müssen, wenn der Rechner etwas zickt. Um Himmels Willen, Harper, stell dein Licht nicht so unter den Scheffel. Du bist doch kein Dorftrottel. Ich schätze deine Hilfe wirklich sehr. Na gut, kein Problem, Professor. Okay, das hätten wir. Ist damit jetzt unser Tagewerk getan? Laborausrüstung, Lagerfläche... Gehen wir mal raus. Die RHC-Rettungssanitäter schützen ihre Gesundheit. Warum sind sie dann gekleidet wie böse Astronauten? Oh, Schild? Der Adler von Cadero. Die Statue steht hier seit Jahren und jagt Kindern Angst ein. Oh, Plakate. Achtung, Einwohner von Yelltown. Seuchenalarm. Akute Ansteckungsgefahr. Achten Sie auf die Symptome. Wow, die Liste der Symptome ist lang. Kopfschmerzen, Fieber, Übelkeit, Blutungen. Uah, ekelhaft.
Luft, Blutungen aus der Nase, Ohren, Mund oder Augen. Sie oder jemand anders hat diese Symptome? Informieren Sie die RHC unter der Notfallnummer 111 111. Na, das entspannt mich jetzt total. Okay, weiter geht's. Wollt ihr uns eigentlich bezahlen dafür, dass wir sein Lepper... Oh, was zum... Was ist das denn? Also ehrlich gesagt würde ich sie nicht so gerne anfassen. Hallo? Wir reden alle von Krankheiten. Oh Gott, ist alles in Ordnung? Geh weiter. Mir geht es gut. Aber Sie brauchen einen Arzt, oder... Moment mal. Ist es das Vieh? Alle schreien schon, bitte. Tiers, lauf. Bitte, lasst mich in Ruhe. Ich würde gerne wissen, wie sie reagiert, wenn ich diese Hilfetruppen rufen will. Wahrscheinlich sie irgendwie... Ich rufe die RHC an. Nein, nicht die RHC. Aber Sie brauchen einen Arzt. Lass mich einfach. Die RHC wird Ihnen helfen können. Wir sind ganz schön naiv. Ich will Ihre Hilfe nicht. Ich rufe Sie an. Bitte. Ich würde gerne mehr Musik hören. Die Musik war so hammergeil am Anfang. Ah, jetzt kommt sie wieder. Bitte. Es ist nur zu Ihrem Besten. Okay, sie hat da einen Rucksack. Kann ich den einfach nehmen? Das muss Ihr Rucksack sein. Was mache ich denn jetzt? Ich will die nicht anrufen. Das scheint ja irgendwie, wenn sie das nicht will. Ich brauche die Nummer von der RHC, um da anzurufen, was? Habe ich nicht. War die auf den Plakaten? Aber wo geht's denn da hin? Also sie will irgendwie nicht mit uns reden. Großer Gott, Harper, was machst du da draußen? Was? Mrs. Olsen? Okay, wir sollen nicht abhauen, auf jeden Fall. Sie sagt, sie will in Ruhe gelassen werden. Was soll der Quatsch, Junge? Ich würde diesen AH sowieso für einen selber anrufen, wenn ich es nicht so im Ischias hätte. Sie stirbt! Ruf an! Jetzt spoilern wir die Nummer. Wo habt ihr die? War die auf dem Plakat? Bin ich doof? Ich habe wahrscheinlich mit meinem Essen, weil ich abgelenkt. Wir sollten nicht anrufen. Aber sie will das doch nicht. Sie will ja nicht, dass ich da anrufe. Gott behüte! Wenn du nicht anrufst, mach ich es. Ich lass das arme Mädchen nicht... Warten Sie, Mrs. Olsen! Vollidiot! Nein! Sie will das nicht. Ihr liefert mich ihnen aus. Ach, im Intro, ja, ich bin echt doof. Sie kommen, um ihnen zu helfen. Sei ruhig und hör mir zu. Oh, jetzt. Wenn du hier bleibst, werden sie dich auch mitnehmen und testen. Testen? Aber ich bin nicht infiziert. Wenn sie dich mitnehmen, guckst du dir das Endspiel aus einem Leichensack an. Aber bin ich infiziert? Wenn du tust, was ich dir sage, haben wir vielleicht noch eine Chance. Was soll ich machen? Geh zum Hotel. Finde Halliwell. Wen? Reporter für die Times. Nimm den Umschlag. Den Umschlag? Welchen Umschlag? Im Rucksack. Das ist verrückt. Ich... Mach es. Bitte. Bring ihn zu Halliwell. Sag es niemandem sonst. Okay. Auf keinen Fall. Das gut. Postgeheimnis ist mir sehr, sehr wichtig. Halliwell, sie kommen. Verschwinde. Wie? Hä? Ich dachte, ich habe noch Zeit. Jetzt kommen die schon und nehmen sie mit. Da ist sie. Bitte. Ich... Noch jemand hier? Oh.
Wurden wir jetzt erwischt? Nee. Das war schrecklich. Hätte ich bei ihr bleiben sollen? Diese beiden Sachen passen. Das will ich nicht schneiden. Okay, sie will wohl nicht, dass wir es aufmachen. Hier wohnt Mrs. Danman. Sie hat oft auf mich aufgepasst, als ich noch ein Kind war. Hackbraten und Früchtemix aus der Dose. Okay, wir sollen aber ja ins Hotel. Und den abgeben. Wo ist das Hotel? Hier sind wir wieder bei uns, ne? Richtig? Kann man sich hier nochmal umgucken? Eine Menge alter Kram? Ich mag alten Kram. Igitt, ich sollte hier morgen... Wenn ich als Kind eine Idee hatte, habe ich eine Glühbirne über meinen Kopf gehalten. Im Nachhinein betrachtet war ich ein ziemlich anstrengendes Kind. Ja, mein Stiefvater hatte wohl recht. Hier ist nichts Nützliches. Können wir hier auch das Telefon? Können wir auch benutzen. Wir können mal anrufen. Diese Nummer sollte ich nur im Notfall anrufen. Okay. Ich glaube, ich gehe lieber raus. Wir wollen doch den Redakteur der Times finden. Mr. Halliwell? Oder wie hieß er? Ich glaube, Halliwell. Ah, geil. Man kann doch doppelklicken, dann geht's sofort. Wobei ich ehrlich gesagt immer lieber laufe. Mich reißt das immer raus, wenn man so... Okay, die ist aber doch wirklich komplett weg. Jakes Kompressor. Die Teile sind echt teuer. Jake würde den hier nicht einfach so rumliegen lassen. Es sei denn, er hatte nie vor, zurückzukommen. Ja, im Chat, wie gesagt, für alle, die jetzt erst einschalten, im Chat sind auch die Leute von Backwood. Habe ich es endlich richtig? Backwood Games heißt hier, ne? Ja. Guck ich gleich nach. Kann ich jetzt da lang? Da steht nämlich Hotel, wenn ich das richtig sehe. Yale Town Hotel hier entlang. Ja. Fragen kann man. Es. Geh mal dahin. Sieht aus, als würden sie das Spiel in der Hotelbar übertragen. Ich glaube nicht, dass das viele Yale Towner aus ihren Häusern lockt. Farbe einfach so herumliegen zu lassen, zeugt nicht gerade von gutem Malertum. Da könnte ja jeder kommen und sie einfach mitnehmen. Ich will die mitnehmen. Ich glaube, die wird niemand vermissen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die haben wir schon mal eingesackt. Das ist das Allerwichtigste. Sachen einsacken. Ziemlich festlich, was? Erst hier rüberlaufen, alles angucken. Es kann nie schaden, ein Notstromaggregat zu haben. Ich habe Mr. Siegel geholfen, es aufzubauen, damals, als ich noch zur Highschool ging. Ich will jetzt erst... Jetzt gehen wir erst ins Hotel. Wir suchen Mr. Halliwell. Wichtig ist auch, Markus und Co., dass ich mir Backwoods Games, das wird Hotel S, dass ihr mir Bescheid sagt, wenn Kapitel 1 vorbei ist, sollte im Spiel das nicht sowieso erwähnt werden, weil ich darf nur bis zum ersten Kapitel spielen. Oder nur das erste Kapitel spielen. Ich gucke mir jetzt einmal um. Ihn finde ich richtig super. Der ist hoffentlich ein Arsch. Hey Harpo, bist du hier, um das Endspiel zu schauen? Sie sind alle schon unten. Ich würde es mir auch so gern ansehen. Aber Mr. Siegel sagt, ich muss am Empfang bleiben. Eigentlich suche ich einen straight. Hotelgast. Irgendein Halliwell. Seinen Vornamen kenne ich nicht. Halliwell? Ja, die Musik ist der Hammer. Also die akustische Untermalung ist richtig gut. Haben wir hier zurzeit nicht. Aber mir wurde gesagt, Halliwell wäre hier im Hotel. Wer hat dir das gesagt? Ich bin vorhin auf der Straße einer infizierten Frau begegnet. Der plaudert ja alles aus. Oh Gott, Harper. Ja, das war ganz schön hart. Was hast du gemacht? Was denkst denn du?
Dass ich nach ihrer Nummer gefragt habe? Du hast die RHC angerufen, oder? Naja, Mrs. Olsen hat sie angerufen. Diese Frau, sie war so verängstigt. Aber du hast dich nicht angesteckt, oder? Ach was, ich war seit wir klein waren nicht krank. Puh, naja, sie war wahrscheinlich voll im Fieberwahn. Du solltest auf das, was sie gesagt hat, nicht zu viel geben. Vielleicht. Das Fieber würde ich auch gerne noch mal ein bisschen mehr lernen. Ernst. Wie gesagt, würde ich mich nicht drauf verlassen haben. Ich frage ihn einfach mal, wie es läuft. Vielleicht sagt er dann, was gerade an Gästen da ist. Na, wie läuft das Hotelgeschäft? Könnte besser sein. Diese Yelltown-Fiebergeschichte ist nicht gerade gut fürs Geschäft. Es ist schlimmer als das Yelltown-Feuer und die Yelltown-Flut zusammen. Naja, immerhin nicht so schlimm wie das Yelltown-Erdbeben oder der Yelltown-Hurricane. Wer kam eigentlich auf die Idee, ausgerechnet hier ein Hotel zu bauen? Was denkst du über das Yelltown-Fieber? Macht einem schon Angst, oder? Alle reden darüber, als wäre es die... Die Apokalypse? Ja, irgend so ein mystischer Prophezeiungsscheiß. Bist du sicher, dass Halliwell nicht hier ist? Ja. Tut mir leid, Harper. Aber ich muss ihn finden. Tut mir echt leid, aber deinen Halliwell gibt es hier nicht. Ich dachte, er sagt vielleicht irgendwann mal, es gibt hier andere Leute. Wir gehen trotzdem rein. Er scheint es ja nicht davon abzuhalten, dass wir in die Bude gehen. Was haben wir bekommen? Kill it bang. Fischfutter. Wir können ja alles klauen hier. Noch ein Schlauch. Was war's? Aluminiumschlauch? Ach, Aquariumschlauch. Gut, klauen wir aber alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Weiter geht's. Hübsches Aquarium. Lichter. Eine Schatzkiste. Ein dämonischer Totenkopf. Dieses Aquarium ist besser als die Hotelzimmer. Tut mir leid, Harper. Nur für Gäste. Na, ich habe eh keine Zeit, durch alle Etagen zu latschen. Ich dachte, vielleicht finde ich Post oder so, wo dann die Namen stehen. Ah, das ist ein Gästebuch. Du darfst nicht hinter den Tresen, Harper. Ich wollte nur mal kurz... Du kennst die Regeln, Kumpel. Harper, es gab richtig Ärger, als ich dich das ganze Fleisch in der Klimaanlage hab lagern lassen. Ja, wie gesagt, tut mir leid. Mord ist sonst nicht so unentspannt. Mr. Siegel muss ihn ganz schön zurechtgewiesen haben. Wir gehen einfach erstmal weiter rein und gucken mal, ob wir das dürfen. Wenn nicht, müssen wir irgendwie ihn scheinbar austricksen, damit wir an dieses Gästebuch kommen. Oh ja, dass er Football schaut, ist eine gute Idee. Lass mit dem reden. Hallo. Hey, was darf sein? Ich suche nach Halliwell. Nach wem? Halliwell? Reporter bei der Times? Ich kenne keinen Halliwell. Tut mir leid, Kumpel. Okay, offensichtlich heißt er einfach nicht so. Ihr habt hier eine kleine Party vor dem großen Spiel geschmissen? Klar. Kannst gern bleiben und das Match mit uns ansehen. Das Banner ist super. Dank dir. Es ist ein großes Event für uns. Ist ja nicht leicht, sich unter diesen Umständen bei Laune zu halten. Zur Einstimmung haben wir uns die ganzen Klassiker der Seagulls angeschaut. Mhm. All die großen Matches. Buh! Scheiß Seagulls! Wie läuft das Spiel? Ziemlich spannend. Schaust dir doch mit uns an. Ja, wir könnten ein paar zusätzliche Raccoons-Unterstützer gut gebrauchen. Wenn ich eine Gruppe erwachsener Männer um ein Stück Leder kämpfen sehen wollte, würde ich zum Schuh-Discounter gehen. Zeigen die das Spiel da auch? Ich mag, dass er eine Mimik hat. Ist mir eben schon ein paar Mal aufgefallen, dass es so Gelegenheiten gibt, wo eine Mimik eingesetzt wird. Das ist bei so Adventures ja leider sehr selten. Nimm einen Drink, Chef. Chef? Ein Bierchen, bitte. Gerne. Hast du deinen Ausweis dabei? Ausweis? Kein Problem. Ich muss ihn wohl in meiner anderen Hose vergessen haben. Wenn du dich nicht als 21 ausweisen kannst, darf ich dir keinen Alkohol ausschenken. Ich kann das komplette Samurai Squad Theme singen.
Das Original, nicht das Remake. Kein Ausweis, kein Alk, Kumpel. Hätte ich jetzt akzeptiert. Wegen dieses Drinks. Was darf sein? Nehmen wir einen Orangensaft. Einen Orangensaft, bitte. Tut mir leid, haben wir nicht. Habt ihr Apfelsaft? Leider nicht. Wie wär's mit Ananassaft? Gibt's auch nicht. Tut mir leid. Johannisbeersaft? Die Prohibition ist vorbei, Kumpel. Wir verkaufen überhaupt keine Säfte. Wir haben eine strikte Nur-Alkohol-Richtlinie. Nur-Alkohol-Richtlinie? Ihr müsst eine Menge Beschwerden bekommen. Nein. Das ist das erste Mal, dass es überhaupt angesprochen wird. Na toll. Ich hab's mir anders überlegt. Was denkst du über das Yelltown-Fieber? Oh, es ist schrecklich. Unsere Einnahmen sind stark gesunken. Die Angst hält die Leute zu Hause, was? Schlimmer. Sie fangen an, Yoga zu machen und probiotische Joghurts zu trinken. Ach, es ist das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Naja. Bis später. Okay. Das wird auf sich nichts. Da sind Fans. Man kann aber nur gemeinsam mit denen reden. Hi. Hey. Howdy. Ihr kennt nicht zufällig jemanden namens Halliwell? Aber sicher! Halliwell White bei den Seagulls von 92 bis 94. Ich glaube, er meint einen Hotelgast, Merle. Tut mir leid, wir kennen keinen Halliwell. Was macht ihr da? Wir gucken das Endspiel, was sonst? Heute werden die Seagulls richtig zerstört! Ha, träum weiter. Das ist ein sicheres Ding für uns. Hättest du wohl gern. Wie läuft das Spiel? Ja, ich glaube, wir müssen irgendwie hinkriegen, dass er oben denkt, dass das super krass ist, das Spiel, damit er runterkommt. Und? Führen die Seagulls noch? Buh! Oh ja, was für ein Spiel. Was sind das hier für Videokassetten? Wir hatten eine richtig starke Warm-up-Party vorm Spiel. Ja, richtig stark. Wir haben uns zur Vorbereitung die ganzen Seagulls-Klassiker angeschaut. 5 Jahrzehnte großartiger Highlights. Mag, dass er die ganze Zeit mit der Fahne wedelt. Na, das klingt ja lustig. Oh, es war unglaublich. Weißt du noch, wie wir die Vandals in den Playoffs zermalmt haben? Mein persönliches Highlight. Öde! Das Ligafinale zwischen den Seagulls und den Wolves. Oh, Mann! Öde! Nur ein Spiel gegen die Raccoons. Und natürlich sind die Raccoons sang- und klanglos untergegangen. Okay. Das Spiel gegen die Raccoons war bestimmt ein Highlight. Oh, Junge. Ihr habt euch für Glück in die Hose gemacht, Merle. 86 ist lange her. Heute zeigen wir es euch. Versucht's doch mal. Ich gehe dir jetzt erstmal alle durch. Mal gucken, Klassiker. Ob wir irgendeine Info kriegen. Ja, es war dieser leicht verregnete Juniabend. Damals, 78. Und die Vandals haben euch im Match verdroschen. Ja, bis zum letzten Quarter. Hat man schon mal so ein Comeback gesehen? Ich erinnere mich an das Spiel gegen die Wolves. Ich sag dir, Evan Taylor hat das Spiel seines Lebens gemacht. Der hatte nur Glück. Glück? Taylor war unglaublich. 6 Touchdown-Pässe. Das muss Mai 1999 gewesen sein. Was für ein Tag. Wie dem auch sei. Ich muss mal weiter. Bis später. Tschüssi. Was mit den Kassetten? Ich muss wahrscheinlich eine passende Kassette raussuchen. Er hat eben, also was haben wir denn alles gehört? Wir haben gehört, dass es einen Halliwell gab in der Mannschaft. 92 bis 96 oder so hat er bei denen gespielt. Und dann haben wir halt die verschiedenen Spiele gehört. Jetzt die Frage, welche der Kassetten brauchen wir und warum? Mal sehen, ob die hier weiterhilft. Eine Kassette mit einem alten Footballspiel. Sie haben den Schreibschutz durch Rausbrechen der Plastiklasche aktiviert. Nett, diese Liebe zum Detail, Football-Nerds. Wird die nicht? Ich vermisse. Lieber nicht. Okay. Ich liebe Tennis.
ein bisschen übertrieben. Ja, ich dachte auch, das Spiel gegen die Raccoons, weil das ja auch an diesem Abend laufen ein soll. Ein geranntes Football-Trikot. Die Schweißflecken folgen einem wirklich durch den Raum. Zum Lesen kommt hier wirklich keiner runter. Das hier alles. Es ist auch diese technischen Elemente. Ich will halt gerne wissen, wie diese Welt funktioniert. Unzählige Nächte haben Mort und ich an diesem Tisch verbracht. Unzählige Male wurden wir von Truckern, die hier einen Zwischenstopp gemacht haben, geschlagen. Ich gehe mal, genau, wir gehen mal nach oben zu dem Typen und versuchen ihn mal ein bisschen zu motivieren, dass er hier runterkommt und lieber guckt. Vielleicht werden wir ihm direkt die Kassette zeigen. Das ist nichts für Mort. Hey, Morten. Hey, Kumpel. Ich wusste gar nicht, dass du so ein großer Football-Fan bist. Oh doch, ich liebe die Sea Dogs. Die Sea Gulls, Morten. Ja, genau. Gulls vor. Woo. Komm schon, du hast doch überhaupt keine Ahnung von Football. Aber nein, ich bin ein Riesenfan. Der Sea Dogs. Ach Mann, Harper. Okay, okay. Ich will ein Fan werden. Morgen werden alle über das Spiel sprechen. Da will ich nicht dumm dastehen, wenn... Warte mal. Geht es bei dieser ganzen Football-Sache um einen Kerl? Naja, Oh, Morten, du alter Hengst. Nein, nein. Es ist nur... Möglicherweise habe ich eine Verabredung mit einer gewissen Herrenbekanntschaft. Oh, weiter so, Morten. Aber er ist so ein großer Football-Fan. Ich will vor ihm einfach nicht dumm aussehen, wenn er über das Spiel sprechen will. Alles klar, alles klar. Mach dir keine Sorgen, morgen dumm auszusehen. Wir müssen das Spiel also aufnehmen. Du siehst doch immer dumm aus. Hey! Aber du bist ein netter Typ. Ich bin sicher, deine Herrenbekanntschaft wird das erkennen. Oh, trotzdem wünschte ich, ich könnte das Spiel sehen. Tut mir leid, dass du das Endspiel verpasst. Das ist echt blöd. Ich muss los. Okay, wir müssen wahrscheinlich das Spiel im Keller aufnehmen, damit wir ihm das dann geben können oder so. Würde das nicht gehen? Das wäre einfach eine Kassette, weil aus unserer ist doch auch der Kopierschutz raus, haben wir ja schon gesehen. Das kann ich nicht machen. Ein alter Videorekorder. Werden wir ihm einfach ein anderes geben? So eins, wo Seagulls draufsteht? Mal sehen, ob die hier weiterhilft. Ich pack die andere zurück. Wenn wir ihm die geben, vielleicht... Das funktioniert so nicht. Das ist nichts für Morten. Okay, wenn wir... Was haben wir noch? Fischfutter. Keine Lust, das sauber zu machen. Also ich gehe davon aus, dass wir irgendwie eine Kassette erzeugen müssen, die so aussieht, als wäre das Spiel da drauf. Ich guck mir die nochmal an. Vielleicht habe ich die nicht alle richtig angesehen. Hier steht halt Gulls nur drauf. Alles ist halt alles mit Datum. Man sieht halt, dass das alles ist. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich. Ich würde sagen, wir nehmen die haben wir ja schon. Und bei der verändern wir einfach irgendwas. Mal sehen, ob die hier. Wir haben halt keinen Stift oder so. Ich pack die andere zurück. Also. Das will ich nicht schneiden. Ich glaube nicht, dass die Pfeile mir hier weiterhelfen kann. Ah, mit Alkohol könnten wir natürlich das Datum wegwaschen, wahrscheinlich. Oder so. Dann müssen wir vielleicht nochmal nach Hause. Frag nochmal, welches das gegen die Raccoons ist und gib ihm einfach die Kassette. Das könnte hinhauen. Das ist gar nicht so eine schlechte Idee. Ich guck mal. Das vielleicht schon reicht. Kennt sich ja eh nicht aus. Hi.
Hey! Howdy! Sprechen wir noch... Nicht schon wieder! So, da. Das Spiel gegen die Raccoons war bestimmt ein Highlight. Oh, Junge! Ihr habt euch für Glück in die Hose gemacht, Merle! 86 ist lange her! Heute zeigen wir es euch! Versucht's doch mal! Okay, 86. Wie dem auch so. Ich muss mal weiter. Bis später. Tschüssi. Wo haben wir denn 86? Hä? Ach, da ist er doch. Mal sehen, ob die hier weiterhilft. Ich pack die andere zurück. Hier ist kein neuer Anstrich. Keine Lust, das sauber zu machen. Das ist nichts für Mo. Ich sehe hier halt auch keinen Stift. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir irgendwie dafür sorgen müssen, dass wir ihm eine Kassette geben und er uns glaubt, dass Geht's das... hier nicht zum Solari? Das weißt du! Mist. Und dass er uns glaubt, dass das das Spiel ist. Ja, Klebeband drüber habe ich schon versucht, das ging nicht. Ich glaube nicht, dass ich das tun kann. Ich geh nochmal raus. Wir gucken nochmal draußen, ob wir irgendwas finden. Wir haben uns ja auch noch nicht wirklich viel umgesehen. Wie teuer wird das Spiel werden? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die Jungs haben eben schon gepostet, irgendwas um die 20 Euro. Aber können lieber Markus und Co. selber sagen. Die Entwickler sind nämlich im Chat, für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben. CG300. Diese Dinger explodieren. Wo geht's denn hier hin? Ah, da. 14,99 Pre-Order, 19,99 später. Sehr wichtiger Hinweis, wenn es euch gefällt, ihr unterstützt ein Team aus Deutschland. Von daher immer gerne sagen, hey, mir tun die 15 nicht weh und das Spiel scheint mir zu gefallen. Ein TV-Video. Weil wir spielen nur das erste Kapitel heute. Der ungekrönte König der Unterhaltungselektronik. Das Ding ist in einem ziemlich guten Zustand. Das brauchen wir, das brauchen wir. Ob es noch funktioniert? Ich bin sicher, Leroy hat kein Problem damit, wenn ich mir den ausleihe. Geil, geil, geil. Guck mal, jetzt haben wir unser Gerät. Damit können wir das Spiel aufnehmen auf eine Kassette. Wir haben ja auch eine Kassette. Sieht aus, als würde das Geschäft vor... Hier ist weniger los als früher. Ein Bug. Guck mal, da steht Lever. Ohne guten Hebel. Grund brauche ich nicht mit, auch wenn es Spaß macht. Okay, da unten ist ein Typ. Was ist das? Hey, Leroy. Tag, Harper. Wie ist es? Wie läuft das Geschäft? Ach, Harp. Da hat sich so einiges verändert, seit du nicht mehr aushilfst. Weißt du, ist nicht mehr das Gleiche ohne dich. Leroy, ich rede gut. Du sitzt in deinem Wohnwagen und schaust dir ein Footballspiel an, anstatt zu arbeiten. Hier hat sich nichts geändert. Hast du schon mal was von diesem Yelltown-Fieber gehört? Ja. Das kann uns aber nicht kleinkriegen. Ich weiß nicht. Klingt alles ziemlich ernst. Ich habe schon Fluten, Schneestürme, Erdbeben und Vulkanausbrüche hier überlebt. Es gibt keinen Vulkan in Yelltown, Leroy. Wir Yelltowner können ordentlich was einstecken, will ich damit sagen. Und das weißt du genau, Harper. Schaust du dir das Spiel an? Aber sicher. Ich würde doch nie das große Finale. Ich finde den Typen auch echt gut. Willst du mitgucken? Nein, danke. Ich habe heute zu viel um die Ohren. Ich nicht. Link darf ich nicht posten. Du kannst den Link mal... Maurice, bist du im Chat? Also Frogcast, du bist wahrscheinlich im Chat. Dann kannst du dir einmal von Games by Backwoods den Link schicken lassen und den posten zum Spiel. Wie läuft das Spiel? Sieht gut aus. Wir führen. Aber die Raccoons haben eine gute Truppe dieses Jahr. Ist alles möglich. Bis später, Leroy. Sieh zu, Hab. Okay, gucken alle das Spiel. Oh mein Gott. Eine Lackierpistole. Die Dinger sind so cool. Ich wollte immer eine für meine Modellflugzeuge. Aber Kelvin meinte sie... Der Wolfram hat schon gepostet. Ob dieses Schätzchen noch funktioniert? Ich bin sicher, Leroy würde der Erfüllung meines Kindheitstraums nicht im Wege stehen. Okay, Lackierpistole haben wir auch. Und den Kompressor haben wir auch schon gesehen.
Ich gehe erstmal wieder zurück, weil ich glaube, dass wir mit diesem Gerät eigentlich schon alles haben, was wir brauchen. Wir brauchen jetzt nur einen Stromanschluss und irgendwas, wo wir das Spiel aufnehmen können. Können wir das hier drinnen machen? Deutsche Firma, aber alles englische Namen. Ja, wenn es in einem englischsprachigen Umfeld spielt, ist doch logisch. Oder müssen wir das Spiel zu Hause aufnehmen? Aber das wäre eigentlich Quatsch. Haben wir denn irgendwo eine Steckdose? Haben wir eine gesehen? Oder muss ich das Teil jetzt reparieren? Wahrscheinlich muss ich zu Hause erstmal reparieren oder so. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Das ist nicht richtig. Das ergibt keinen Sinn. Hier ist es nicht. Wir müssen irgendwo anders. Hatten wir eine Antenne? Hatten wir zu Hause einen Fernsehanschluss? Oder können wir ihm den... Oh, halt. Lass das. Können wir ihm den nicht hier einfach aufstellen? No. Sieh mal, was ich gefunden habe. Hey, danke, Harper. Kannst du das Spiel anmachen? Brauche nur noch einen Moment. Oh Mann, das ist super. Das Stromkabel wurde abgerissen. Diese skrupellosen Metalldiebe. Wo kriegen wir denn jetzt ein neues Kabel her? Müssen wieder zum Schrottplatz bestimmt. Aber wir wissen jetzt, was wir machen müssen auf jeden Fall. Wir zeigen ihm das Spiel, das alte Spiel. Er weiß nicht, dass das alt ist, weil er noch kein Fan ist. Damit er auf seinem Date mit dem Herren, der sich gut mit Football auskennt, gut dasteht. Das wird wahrscheinlich eher peinlich, aber dann ist er abgelenkt. Es erstaunt mich immer wieder, was die Leute so alles wegschmeißen. Da haben die Sollbruchstellen ihre Wirkung voll entfaltet. Ich liebe es, im Müll herumzuwühlen, zu schauen, ob man... Uralter Schrott, vorsinnflutlicher Schrott, hochbetagter Schrott. Fotomotor. Sieht aus, als würde das Geschäft vor sich hinrosten. Hier ist weniger los. Es erstaunt mich immer, da haben die Sollbruch... Der Elektroschrott ist... Ich habe hier schon so alle... Aus unserem Aquariumschlauch machen wir kein Kabel, ne? Jetzt auch nicht weiter nerven. Wir brauchen Stromkabel. Wir könnten natürlich frech sein und einfach das Netzteil vom Laptop vom Professor klauen. Ah! Die Lichterkette. Da hat sich aber jemand... Das fühlt sich nicht wie eine Zangensit... Hä? Das wegschneiden? Das will ich nicht schneiden. Spinnig, das kann man doch wegmachen. Nein. Ich wüsste nicht, wie ich den Schraubenzieher hier benutze. Was? Ich glaube nicht, dass ich das... Ich glaube nicht. Ziemlich fest. Ich will die haben. Die Lichterkette will ich haben. Gib her jetzt. Diese beiden Sachen passen nicht gerade gut. Jetzt gib. Kacke. Ich will die Lichterkette. Ich sollte sie erst sauber machen. Die Düse ist verstopft, das auch können wir mal schon mal machen, ne? Damit sollte sich die verstopfte Düse reinigen lassen. Da, Kabel. Dieses lose Kabel macht es ein bisschen schwierig, das Schild zu lesen. Das ist ein Fall für dich, Pandrel. Oh, Halleluja. Oh. Danke für den Tipp. Die Entwickler haben mir gerade quasi im Chat geholfen.
Ja, was mache ich denn jetzt hier? Ich muss ja gar nicht runter. Jetzt war ich so halb abgelenkt. Benutze Flammenwerfer auf Holz. So dumm haben wir es jetzt auch nicht gemacht. So dumm war es jetzt auch nicht. So, können wir das jetzt einfach so dran tüdeln, oder? Okay, mal sehen. Geht das jetzt überhaupt schon so, oder brauchen wir noch... Ich sollte die Verbindungsstelle noch irgendwie isolieren, bevor ich das Kabel in die Steckdose stecke. Ich will nicht schuld sein, wenn Morten hier den Elektroschock seines Lebens bekommt. Nicht nochmal. Das sollte klappen. Traum. Okay. Verdammt, er funktioniert nicht. Oh Mann. Er geht nicht an. Wahrscheinlich wurde er deswegen weggeschmissen. Ich dachte, wir können alles reparieren. Lass uns mal schauen. Aha, die Verbindung ist durch eine kalte Lötstelle unterbrochen. Kannst du das zu Hause reparieren? Ha, was denkst du, Mord? Okay, also ab nach Hause zu unserem Lötkolben. Den haben wir uns ja schon angeguckt. Ich laufe mal immer, das sieht hübsch aus. Ja, aber wenigstens haben wir einen Lösungsweg. Wir haben einen Lösungsweg. Ja, ich finde die Musik und die Atmosphäre auch richtig gut. Also, cooler Stil, die Musik passt gut dazu. Also, so, ich kann es nicht so gut beschreiben, warum, aber ist jetzt auch nicht so plakativ mystisch oder so. Ist ja so ein schönes Rätselding. Doppelklick, geht schneller. Das alles wegen einem Brief. Ja. Ich will aber jetzt auch wissen, was in diesem Brief, also was es mit diesem Brief und diesem Reporter auf sich hat. Okay, dann lass uns die Kiste mal reparieren. So, das müsste es gewesen sein. Wir scheinen ja, guck mal, hier ist ein Familienfoto. Wir scheinen irgendwie Leute zu haben. Mama, Calvin und ich, als ich in der Highschool anfing. Das muss ungefähr 6 Monate vor ihrem Tod gewesen sein. So, jetzt repariert, ne? Ja. Hock und das Be Right Back-Schild, ja. Werden wir dann auch zusammen als Moderatoren eingetragen, also das Schild und ich? Lange gespielt, Hauke, heute. Ich bin noch ein bisschen länger. Ich spiele hiervon jetzt auf jeden Fall das erste Kapitel. Und dann spiele ich entweder was anderes, wenn ich weiß ja nicht, wie lang das Kapitel ist. Also ich spiele auf jeden Fall dann das erste Kapitel und dann später wahrscheinlich noch was mit Matteo. Wenn Matteo nicht rechtzeitig wiederkommt, dann spiele ich irgendwas anderes. Aber bis 21 Uhr sitze ich alleine hier. Ach, das ist ja schon 20 Uhr. Ach, krass. Oh, ich spiele schon seit einer Stunde. Das ging aber schnell. Noch hinstellen. Okay, Mord. Bitte sehr. Hast du ihn repariert? Machst du jetzt das Spiel an? Klar, Kumpel. Oh, danke, Harper. So, und jetzt die richtige Kassette rein. Oh, danke, Kumpel. Kein Ding. Jetzt gehen wir ins Gästebuch. Erstaunlich. Hier sind wirklich Gäste im Hotel. Allerdings kein Halliwell. Mann, das würde ich eigentlich gerne mitnehmen hier. Frontdesk 555-2368. Ah, okay, guck mal, wir können einfach auf den Zimmern anrufen. 555-2368 und dann die 11 können wir zum Beispiel mal anrufen. 555. Oh, falsch. 2, 3, 6, 8, 11. Hallo, Mr. Hubbard? Ja, Vern Hubbard hier. Ich suche nach einem Reporter namens Halliwell. Reporter, sagst du? Schreibst du einen Artikel? Nein, ich versuche bloß Halliwell zu finden. Halliwell? Ist das deine Informationsquelle? Nein, ich... Wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich alle Gäste hier im Hotel anrufen und sie ausfragen. Danke für den Tipp. Wirst du mich in deinem Artikel erwähnen? Klar. Bis später.
So. Wir rufen jetzt als erstes Margaret Windham. Wobei, warte mal, Halliwell. Ist da irgendwas bei? In Wells? Well? Halliwell? Nehmen wir doch die mal, die 13. Was war nochmal? 555-236-813. 555-236-813. Hallo, Dr. Wells? Hier spricht die Rezeption. Ja? Ich suche nach einer Person namens Halliwell. Da sind Sie hier falsch, junger Mann. Ich heiße Dr. Susan Wells und bin hier als Biofiltrationsexpertin für die kommunale Kläranlage Yaletown. Sofern Sie nicht für die kommunale Kläranlage Yaletown arbeiten, habe ich nichts mit Ihnen zu besprechen. Dann nehmen wir doch mal die 21. 555-236-821. Hallo? Hier spricht die Rezeption. Pastor Isaac McCaffrey, hallo. Erwarten Sie eine Nachricht? Natürlich. Mein Geist ist stets bereit für den Empfang göttlicher Eingebungen. Nein, nein, ich meine eine echte Nachricht. In einem Umschlag. Ach, ich nehme natürlich jederzeit sehr gerne Spenden für die Pfarrei entgegen. Ich glaube nicht, dass Bargeld in dem Umschlag ist. Könnte es ein Scheck sein? Ich glaube kaum. Okay, er hat aufgelegt. Nachdem wir ihm kein Geld liefern, legt er auf. So, was haben wir noch? 11, die 23 haben wir noch nicht versucht. Die 23 noch nicht, die 20 noch nicht. Und die 30 noch nicht, ne? Ja. Versuchen wir die 23 und dann die 20. 555-2368. 555-2368. 23. Hallo, Miss Clark? Ja, hier spricht Octavia Clark. Erwarten Sie irgendeine Art von Lieferung? Vielleicht. Über welche Art Lieferung sprechen wir? Naja, ehrlich gesagt ist das ein Geheimnis. Ist es ein Geheimnis, dass man raufen kann? Nein. Verdammt, Hogan! Sag deinen Freunden, sie sollten... 555-2368. Ja, hallo? Ist auch nicht schlecht. Ursula James? Hier ist die Rezeption. Was wollen Sie? Sie warten nicht zufällig auf eine Nachricht? Nein, ich warte auf ein Mitglied der Ornithologischen Gesellschaft. Wir haben heute Abend einen Termin. Ich glaube nicht, dass die Nachricht ornithologisch ist. Dann schätze ich, dass Sie die falsche Nummer gewählt haben. Was war die letzte Nummer? Die 30, ne? Die fehlt nur noch. 555-236-830, wenn es die letzte Nummer ist. Ne? Ich habe erst am Anfang überlegt, einfach die letzte Nummer. Mrs. Windham? Hier spricht die Rezeption. Ja, hallo? Erwarten Sie zufällig eine Nachricht? Naja, ich lese regelmäßig die Nachrichten in der Zeitung und lasse mich davon inspirieren. Ich bin Autorin, wissen Sie? Ich schreibe. Lesen Sie die Port Nicola Times? Nein, ich bevorzuge den Arbutus Hill Kurier. Kleinanzeigen im Kurier sind viel feuriger. Kleinanzeigen? Eine kodierte Nachricht zwischen Liebenden? Und das ist doch Material. Hä, spinne ich jetzt? Haben wir aber alle angerufen. Ah, ne, hier. Die 10 haben wir noch nicht. Ist auch eher angekommen als die anderen. 555-2368 und die 10. Guten Tag. Rezeption hier. Ja, hier spricht Carrington. Erwarten Sie eine Nachricht? Was für eine Nachricht? Ich habe eine Nachricht, aber ich bin nicht sicher, ob sie für Sie ist. Gottgütiger, soll das ein Witz sein? Wenn Sie keine Nachricht für Huxley Carrington mit 2 R haben, lassen Sie mich in Frieden. Das haben wir alle angerufen. Die durchgestrichenen Gäste anrufen. Ich glaube nicht, dass das was bringt. Ich würde Susan Wells nochmal anrufen. 555-2368. Was hatte sie? Scheiße, ich vergesse. Ich glaube die 13. Hallo? Dr. Wells?
Hier spricht die Rezeption. Ich will für Sie hoffen, dass das jetzt was mit Biofiltration zu tun hat. Ich suche nach einer Person namens Halliwell. Da sind Sie hier falsch, junger Mann. Ich heiße Dr. Susan, sofern Sie nicht für die kommunale... Das ist die nicht. Ja, ich muss wahrscheinlich auch noch die richtige Frage stellen an die richtige Person. Ich glaube am ehesten... Hier, likes to come in very late. Ist Isaac McAfee, 21. Da rufen wir jetzt nochmal an. 555-2368-21. Hallo? Hier spricht die... Sprich zu mir, Sohn. Ich suche jemanden... Ich weiß, was du meinst. Nein, ich... Du bist auf der Suche nach einer Frau, einer Flasche oder nach Licht am Ende dieses dunklen, dunklen Tunnels. Wusstest du, dass es für Menschen in Pastor Isaac McCaffreys Ankommen in meinem Zimmer vor... Gut, bei dem brauchen wir wirklich nicht mehr mal versuchen. Irgendwas in den Zeitungen? Redaktion 555-4242-777. 555-4242-777. 555-4242-777. Port Nicola Times? Es tut mir leid, aber der Nachtredakteur ist gerade dabei, das Gebäude zu verlassen. Hey, entschuldigen Sie die Störung. Ich habe eine Anfrage zu einem Journalisten namens Halliwell. Halliwell? Oh, Halliwell. Ja, sie übernimmt in letzter Zeit einige Freelance-Aufträge für unser Blatt. Oh, tut sie das? Irgendwas, das ich gelesen haben könnte? Sie hat zur Berichterstattung über die Ausbreitung der Krankheit in Yelltown beigetragen. Darf ich fragen, worum es hier geht? Können Sie mir Ihre Nummer geben? Wir können leider keine persönlichen Daten unserer Reporterinnen herausgeben. Sie können bei mir eine Nachricht hinterlassen. Nein, ich muss persönlich mit ihr sprechen. Ich glaube, es ist ziemlich dringend. Tut mir leid, ich kann keine persönlichen Daten herausgeben. Ja, ich verstehe, aber... Danke für Ihren Anruf. Creep. Okay, wir gucken nochmal in die Liste. Also, Suzanne Wells haben wir jetzt versucht, die wollte nicht. Wir können, ich würde Margaret Windham nochmal versuchen. Das heißt, also wir brauchen noch die 30, die 20... Und die 23, sind, die sind noch drin. Also 20, 23, 30. 5, 5, 5, 2, 3, 6, 8. Was hatten wir jetzt? Nein, jetzt habe ich es vergessen. Ich habe 20. Hallo? Ursula James? Hier ist die Rezeption. Was wollen Sie? Ich habe heute einen interessanten Artikel in der Zeitung gelesen. Die Port Nicola Times hat einen spannenden Bericht über das Yelltown-Fieber gebracht. Haben Sie das? Oh. Ich weiß nichts über diese Krankheit. Ich bin Ornithologin und nur hier, um Vögel zu beobachten. Sie sollten den Artikel lesen. Er ist sehr interessant, sehr gut geschrieben, sehr informativ. Tja, die Port Nicola Times hat immer mal wieder gut recherchierte Artikel. Was hat das mit mir zu tun? Ich bin nur eine Ornithologin. Offenbar wurde ein seltener Steinadler in dieser Region gesehen. Haben Sie schon den Yelltown-Adler gesehen? Den Yelltown-Adler? Jeder hier kennt den Yelltown-Adler. Ich bin sicher, jemand von der Ornithologischen Gesellschaft wird ihn erwähnt haben. Oh, den Yelltown-Adler. Ja, selbstverständlich. Ein ganz außergewöhnliches Geschöpf. Der Yelltown-Adler war eine Kellerbar. Sie hat vor einem Jahr zugemacht. Ach, verdammt. Miss Halliwell, ich habe eine Nachricht für Sie und ich glaube, sie ist ziemlich wichtig. Können wir uns treffen? Die Rätselstruktur ist richtig geil. Also das mit der Zeitung dazwischen und so, so Zwischenstopprätsel, richtig cool. Okay, geh runter in die Hotelbar und warte dort auf mich. Woher weiß ich, dass Sie nicht einfach das Hotel verlassen? Gar nicht. Ich würde mir natürlich jetzt lieber ein Bier bestellen, damit ich cool aussehe. Aber... Oh, da kommt sie. Sind Sie Halliwell? Die sieht leider nur, sieht ja gar nicht aus wie eine Redakteurin für eine Zeitung. Erstmal will ich wissen, was hier vor sich geht. Vor wem verstecken Sie sich? Die Nachricht, oder das war's hier. Hier, bitte. Das war ja souverän, aber lange durchgezogen. Wie bist du daran gekommen? Puh, keine schöne Geschichte. Mir ist diese Frau begegnet. Sie, naja, ich... Ich glaube, sie war mit dem Fieber infiziert.
Sie war zu krank, um weiterzulaufen. Verdammt, Patty. Erzähl mir die ganze Geschichte. Eine Nachbarin hat den RHC-Notruf gewählt. Bevor sie sie holten, bat sie mich, ihnen diesen Umschlag zu bringen. Wie kommt es, dass die RHC-Leute dich nicht auch mitgenommen haben? Ich bin, weggelaufen. Du bist weggelaufen? Im Ernst? Was, wenn du dich angesteckt hast? Ich kenne jemanden, der mich testen kann. Mir geht's aber gut, wirklich. Ich war seit Jahren nicht krank. Mein Immunsystem verteidigt mich wie ein Ninja. Also können Sie bitte mit dieser Geheimagentennummer aufhören und endlich mit mir reden? Ich vertraue dir nicht, Pendrell. Der alte Sessel hat schon viel mit... Und? Was steht drin? Schwer zu sagen. Scheint verschlüsselt zu sein. Irgendein Code oder eine Formel. Hier stehen Nummern und wellenartige Symbole. Was soll dieser 3-Fragezeichen-Blödsinn, Patty? Stefan schreibt, Hauke ist super smart, keine Richtlinie zu normalen Spielern wie mir, die sich deutlich schlechter anstellen. Ich denke, ihr solltet mir einen Code zum Review schenken. Ich glaube nicht, dass das ein Code ist. Das sind elektronische Symbole. Scheint irgendwas mit Radiofrequenzen zu tun zu haben. Was ist los? Bist du jetzt Rundfunktechniker? Ich bin einfach nur ein neugieriger Bastler. Ich spiele auch ganz gern mit Radiozeugs rum. Wie dem auch sei. Ich brauche deine Hilfe nicht, Bastler. Ich glaube schon, dass Sie meine Hilfe bei der Nachricht brauchen. Wissen Sie, ich habe jede Menge Elektronikkram zu Hause. Lassen Sie mich einen Blick auf die Nachricht werfen? Woher soll ich wissen, dass ich dir vertrauen kann? Sie können mir vertrauen. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Und um jemanden zu hintergehen, bin ich zu blöd. Aber mit Elektronik kenne ich mich ganz gut aus. Und ich habe das Gefühl, ich bin es dieser Frau schuldig. Na gut. Aber schreib's dir ab. Okay, geil. Geil. Das haben wir. Ab nach Hause. Er tut mir ein bisschen leid, weil er bei seinem Date jetzt voll dumm dasteht, aber... Ich nehme sie nicht mit, ich brauche sie doch nicht. Ich kann auch allein nach der Nachricht gucken. Wie viele Leute schon Frauen mit den Worten "Ich habe Elektronikkram zu Hause" abgeschleppt haben, wird im Chat gefragt. Jetzt will ich wissen, wie es ausgeht. Ja, das werden wir so schnell nicht erfahren. Also vor Release darf ich es auf keinen Fall weiterspielen. Und jetzt... warte, ich muss mal gucken, wer mir hier geschrieben hat. Okay. Wir siezen sie und sie duzt uns. Stimmt, ganz schön unverschämt. Man konnte in den Abfallcontainer gucken. Das habe ich jetzt erst gesehen. Geh nochmal zurück, bevor ich das vergesse. Die kurze Ladezeit nehmen wir noch in Kauf. Das ist wie im echten Leben. Ja. Frauen mit Nerdshit abschleppen. Passiert auch nicht so häufig. Die Leute gucken Containertaucher schief an, aber man kann echt eine Menge cooles Zeug da unten finden. Bitte mach, alte Haushaltsgeräte, alte Comicbücher. Und das wäre dann Mrs. Denmans Strumpfhose. Gut, damit wäre ich dann auch traumatisiert. Ich werde die Strumpfhose doch nicht nehmen, oder? Naja, vielleicht ist sie ja nützlich. Ich hoffe nur, das hat jetzt niemand gesehen. Weiter geht's. So, jetzt gucken wir uns die Nachricht erstmal an. Fuck, nur noch eine halbe Stunde. Ich hatte ja nicht gehofft, dass ich das Kapitel heute schaffe. Okay. 44,9. Also erstmal ist es 1167,15. Gott, müssen wir vier verschiedene Sachen einstellen. Was haben wir hier? Hör mir auf. 1167,15. Können wir das hier einstellen überhaupt?
Ne, das ist nicht so fein, ne? Können wir jetzt mal hier. So. 44,91 bei 300. Was war das? Mann, ich muss mir das mal merken jetzt. So, 303, 44,91. So. 303. Viel weniger. 44. So wenig geht auch gar nicht. Bin ich? So viel kann man nicht runter. Shit, hä? Hm. 700 können wir so hoch. Also hoch können wir bei dem. Es geht wahrscheinlich immer nur auf jeden eins. So, was war das dann? Was war dann der Wert? Dann ist es aber 791,1 zu 233. 791,1 zu. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Gott. 233. So. Zu 233. So. Bei dem hohen Wert brauchen wir 1927,39 zu 48. 1927,39. Ach geil, man kann es auch aufmachen. Oh, ich bin so dumm. Ah, dann geht's weg. Wie man es hinkriegt, dass es offen bleibt. Guck mal, wenn ich klicke, dann 1927,39 zu, was war das, 44? Na, 48. Okay, hätten wir auch. Den letzten müssen wir dann auf 44,91 zu 303. So. Und der muss jetzt auf den Hauptwert. Was hatten wir da? 1167,15. Also irgendwo ungefähr. So. Hey, was ist das? Feldstudie Phase 1. Was zur Hölle? 31. Juli, Yelltown-Einheit. Yelltown? 5. August, Arbutus Hill Einheit. Was ist das? Feldstudie Phase 3, 11. August. Ich hole Halliwell lieber her. Und? Was halten Sie davon? Sehr interessant. Gut gemacht, Harper. Ich bin schon über eine Menge Sender gestolpert, aber noch nie über sowas. Das Datum zu Yelltown, das ist heute. Das ist ein bisschen beängstigend, oder? Was hat das zu bedeuten? Ich glaube, das bedeutet, dass heute Abend hier irgendetwas passiert. Aber was? Und jetzt endet genau aber so nicht das Kapitel, oder? Herausfinden. Hat es etwas mit der infizierten Frau zu tun? Naja, das hier ist die Nachricht, die sie mir überbringen wollte. Hat es was mit dem Fieber zu tun? Irgendeine Art Quarantäne oder so? Hm. Ich weiß es nicht. Hm. Danke für deine Hilfe, Harper. Ich weiß das zu schätzen, wirklich. Ich bin übrigens Jane. Danke. Ich bin Harper. Ja, das weiß ich. Oh Mann. Kennst du das, wenn man es einfach nur bereut, morgens nicht im Bett geblieben zu sein? Diese schäbige Matratze nennst du ein Bett? Ich wollte gerade sagen, nur ist das ein smoother Spruch. Das ist eine sehr teure Astronautenmatratze. Ja? Von wem? Leica, dem Weltraumhund? Nein. Hey! Auf Wiedersehen, Harper. Komm rüber zu mir ins Hotel, wenn du mehr kryptische Nachrichten findest. Jetzt lässt ihr uns hier alleine? Mann, dieses Signal war gruselig. Was hat das alles zu bedeuten? Als Kind wollte ich immer ein Bett in Raketenform. Jetzt habe ich nicht mal ein Bett in Bettform. Mein altes Gigamaster Family Entertainment System. Ich habe so viele Stunden vor dem alten GFIS verbracht. Jetzt einfach ins Hotel gehen. Ist die Musik anders? Ja, wir interessieren uns für CB-Funk und für Gaming. Also, unsere Chancen bei ihr sind gerade nicht so hammer gefühlt.
Also wir müssen auf jeden Fall irgendwann dieses Auto noch wieder fit machen, weil es gibt Motor, Lackierkram und so. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir irgendwann was mit dem Auto machen müssen, aber... Kannst du machen, ja. Ja, die Leine liegt da auf dem Dings. Ja, cool, danke dir. Das war Chrissy, der hat gefragt, ob sie mit Emily rausgehen soll. Ist sie jetzt hier unten oder müsste ich sie also im Zimmer anrufen? Ne, da sitzt sie. Ah, jetzt hast du auch meinen Laptop. Hey, Halliwell. Hey, Harper. Du schreibst also einen Artikel über das Yelltown-Fieber? Ich versuche es. Aber ich komme nicht so richtig weiter. Ich habe es beim RHC-Behandlungscamp probiert. Aber die haben nicht mal mit mir gesprochen. Nun habe ich auf Informationen von Patty gehofft. Naja, du weißt ja, wie das lief. Aber dieser Funkspruch hat eine Vermutung bestätigt. Irgendwas stinkt zum Himmel in Yelltown. Oh, das ist nur Mrs. Danmans Tigerkätzchen. Sehr witzig. Du warst also beim Camp der RHC? Ja. Die Nummer mit der verirrten Touristin kommt nur leider bei diesen Leuten nicht gut an. Warum fragst du? Ach, nur so. Bin einfach ein guter Zuhörer. Hat die Port Nicola Times dich nach Yelltown geschickt? Naja, ich bin Freelancerin. Schick. Nein, Freelancen bedeutet Tiefkühlpizza. Viel Tiefkühlpizza. Aber ich glaube, ich bin hier an was dran. Ich habe das einfach im Gefühl. Wenn ich diese Story bringe, müssen sie mir eine Festanstellung geben. Vielleicht sogar eine eigene Kolumne. Okay. Was ist so schlecht im Tiefkühlpizza? Ja, ambitioniert, würde ich mal sagen. Was weißt du über das Yelltown-Fieber? Geil, dass er auch Tiefkühlpizza in Schutz nimmt. Vermutlich nicht mehr als du. Niemand weiß, was es ist und wie es sich verbreitet. Wir wissen nur, dass es tödlich verläuft. Und das schnell. Senatorin Thurlow sagt, die RHC hat es geschafft, die Krankheit zu isolieren und behauptet, alles sei unter Kontrolle. Plötzlich bekomme ich aber eine seltsame Nachricht von einer Informantin, die mich bittet, nach Yelltown zu kommen. Die Story ist schon ganz geil. Ich werde es auch wissen, wie es weitergeht. Du bist also nach Yelltown gekommen, um deine Informantin zu treffen? Unter einem falschen Namen. Patty bat mich, vorsichtig zu sein. Sehr vorsichtig. Patty, ist das die Frau, die... Genau. Allerdings ist dieser Funkspruch nun alles, was ich habe. Ich weiß weder, wer sie war, noch was sie mir sagen wollte. Mist. Was genau hat Senatorin Thurlow... Die haben wir am Anfang gehört, ne? Ja. Liest du keine Zeitungen? Lass uns für einen kurzen Moment annehmen, dass ich das nicht tue. Du kennst sie. Sie ist diejenige, die eine weltweite Gesundheitsinitiative zur Auslöschung aller Krankheiten gründen will. Ja, die Frau von diesem Gesundheitsdings. Der Gesundheitsausschuss des Repräsentanten. Und die Dialoge sind zumindest bis hier sehr gut geschrieben. Also verhältnismäßig nachvollziehbar, irgendwie witzig, sind ganz cool. Sie ist eine kluge Frau. Thurlow hat der RHC hier in Yelltown die Verantwortung übertragen. Ich hoffe, sie weiß, was sie tut. Vertraust du der RHC nicht? Ich bin mir nicht sicher. Die RHC ist das erfolgreichste medizinische Privatunternehmen der nördlichen... Nochmal der Hinweis, ihr könnt auch im Chat Fragen stellen an die Entwickler, die sind auch im Chat unterwegs und beantworten euch die gerne. Nein, aber ich habe nichts Konkretes gegen sie in der Hand. Es ist nur so ein Gefühl. Bis später. Bis später, Harper. Ich glaube, ich würde nochmal mit dem Doc reden. Ich gerade nicht so einen richtigen anderen Ansatz habe. Dach ist ja auch kaputt, das sehe ich jetzt erst.
Harper, so schnell habe ich dich nicht zurückerwartet. Was gibt es? Ich habe eine infizierte Frau gesehen. Was? Bist du sicher? Ja, es war schrecklich. Das Blut, es kam aus ihrer Nase, ihrem Mund, es war überall. Was, wenn ich mich mit dem Fieber infiziert habe? Was, wenn mir das Gleiche passiert? Ach, beruhig dich, mein Junge. Zu heulen wie ein kleines Kind wird dich nicht weiterbringen, wenn du dich infiziert hast. Komm her, ich untersuche dich auf die typischen Symptome. Es sieht ganz danach aus, als hättest du viel Glück gehabt, Harper. Okay. Das heißt? Das heißt, dir geht es gut. Du zeigst keinerlei Symptome. Danke, Professor. Gott sei Dank. Ich bin mir nicht sicher, ob sie etwas damit zu tun hatte. Diese Frau redete irgendwie seltsames Zeug. Was meinst du damit? Sie hat mir einen Umschlag für eine Person namens Halliwell mitgegeben. Ich habe das Gefühl, dass da was nicht stimmt. Ich habe den Verlauf unzähliger Infektionskrankheiten wie dieser studiert. Die Panik und die Furcht sind oft tödlicher als die Erkrankung selber. Verstrick dich nicht in Paranoia. Harper, man kann dieser Lage nur mit sauberer, wissenschaftlicher Arbeit Herr werden. Das ist kein Fall für Globuli. Kein Fall für Globuli. Eine Nachbarin hat die RHC angerufen. Sie werden ihr helfen, oder? Sie werden sie in das RHC-Behandlungscamp bringen und lebenserhaltende Maßnahmen einleiten. Sollte sich ihr Zustand stabilisieren, werden sie sie in ein auf Infektionskrankheiten spezialisiertes Krankenhaus verlegen. Also haben wir dann alles richtig gemacht? Sie lag im Sterben. Da gab es ja nun nicht so viele Optionen für euch. Wir müssen die Stadt verlassen. Diese Krankheit wird uns alle umbringen. Versuch dich zu beruhigen, mein Junge. Ich sag dir was. Warum kommst du nicht eine Weile mit mir nach Port Nicola? Ich war nicht mehr in Port Nicola, seit ich das Studium abgebrochen habe. Dann ist es abgemacht. Wir brechen auf, sobald ich meine Präsentation fertiggestellt habe. Warte mal. Mir kommt da gerade ein Gedanke. Das sind hervorragende Neuigkeiten, Harper. Worüber reden Sie da? Das ist eine einmalige Chance. Ich werde deine Hilfe brauchen. Was haben Sie vor, Professor? Eine Blutprobe von dieser infizierten Frau wäre ein großartiger erster Schritt für die Entwicklung eines Impfstoffes. Du musst in das Behandlungscamp schleichen und eine Probe für mich holen. Wow, wow, wow. Können Sie nicht einfach diese RHC-Fritzen fragen? Rancho will einen Rancho-Impfstoff ohne externe Hilfe. Mit einfachen Akademikern teilen die keine Erkenntnisse. Na toll. Und in der Zwischenzeit verrecken überall Leute. Sehr richtig. Und ich glaube, dank meiner bisherigen Forschung bin ich vielleicht der Einzige, der dieser Sache auf den Grund gehen könnte. Hilf mir, Harper. Hilf der Welt. Oh Mann. Oh Gott, jetzt müssen wir da hin. Meinen Sie es wirklich ernst mit diesem verrückten Plan? Absolut. Das ist eine einmalige Gelegenheit. Viel zu wertvoll, um sie an uns vorbeiziehen zu lassen. Eine Blutprobe zu stehlen mag ein großes Risiko bergen. Aber du könntest damit Geschichte schreiben. Tu mir den Gefallen. Danach fahren wir gemeinsam nach Port Nicola. Und was machen Sie, während ich für Sie den Laufburschen spiele? Wissenschaftliche Untersuchungen, mein Junge. Ich muss die Präsentation fertigstellen und meine Ausrüstung zusammenpacken. Warum schleichen Sie eigentlich nicht selbst in das RHC-Camp? Dieses Camp ist sehr gut abgesichert. Okay, krass. Geheimer Standort. Also müssen wir jetzt irgendwie in dieses Camp kommen. Nur zur Erinnerung, ich gehöre nicht zum RHC-Personal. Ich habe einen alten Schutzanzug. Ah, geil. Hat genau die gleiche Grundausstattung wie die der RHC. Und eine Blutprobe von ihr kriegen, dann können wir nämlich auch nochmal mit ihr reden. Aber und noch mehr Infos für die Journalistin holen. Ist der maßgeschneidert. Verdammt, ich hätte nicht so gut in Form bleiben sollen. Also, wo ist dieser Schutz? Ah ja. Jetzt holt er uns den. Ach, Gummi. Das ist Polyester. Wie du siehst, bedarf es nur einiger kleiner Änderungen, damit er genau wie die der RHC aussieht. Also ich pimpe diesen Overall und besorge eine Blutprobe. Dann verlassen wir die Stadt? Ja, allerdings denke ich nicht, dass wir dafür einen Pimp benötigen. Auf geht's zur bisher dümmsten Aktion meines Lebens. Exzellent. Viel Erfolg. Leute, dass Inhalte im Spiel Englisch sind, ist, weil das ein englisches Setting ist. Das ist euch doch auch klar.
Wenn ihr ein Buch von einer deutschen Autorin lest, auf Deutsch, aber das spielt in New York, dann heißen die Leute halt nun mal Englisch. Also, Freunde. So, wir brauchen einen roten Farbstrich, richtig? In der Mitte. Und das war's eigentlich schon, oder? Und irgendeine Form von Rucksack haben die noch auf, wenn ich das richtig sehe. Aber wir haben ja schon gesehen, da vorne ist ein Kompressor. Ich schimpf nicht mit uns. Ich schimpf nicht mit euch, sondern mit Leuten, die kategorisch immer erstmal sagen, das ist blöd. Okay. So, das hätten wir. Okay. Wir sind Genies. Wir sind einfach Genies. Vielleicht kann ich... Hey, das hat ganz gut geklappt. Ich bin ein wahrer Künstler. Das haben wir gut gemacht. Hier kann ich den Anzug nicht benutzen. So. Ich habe den roten Streifen auf meinem Anzug. Fehlt nur noch das AHC-Abzeichen. Ah, okay, das brauchen wir noch. Wie machen wir das denn? Haben wir irgendwas? Können wir das ausschneiden? Ha! Das könnte funktionieren. Das Emblem sieht genauso aus wie auf den AHC-Anzügen. Aber wie soll ich es an den Schutzanzug befestigen? Kleben? Haben wir nichts zu kleben? Lieber nicht. Wie können wir das denn festkleben? Können wir nicht Wasser und dann vielleicht so das kann ich nicht machen. Auf Pausen? Wie können wir das denn kleben? Alkohol wäre natürlich so durch Pausen, aber das ist zu abstrakt. Könnte ich das Logo nochmal ausschneiden und wie eine Schablone sprühen? Nein. Nee. Also es könnte halt im Büro vom Professor noch was sein, was ich noch nicht gesehen habe, womit man irgendwie kleben kann. Oder bei uns zu Hause. Ich gehe mal zu uns nach Hause. Da steht noch relativ viel Kram rum, mit dem ich glaube, da könnte irgendwie was draus werden. Eigentlich brauchen wir nur Leim. Irgendwas in die Richtung von Leim zum Lackieren. Ja. Also ich meine, würde ich jetzt Lack drauf sprühen, wird es wahrscheinlich auch gehen, aber wir sind eh nur Spiel. Das ist nicht so. Ich bin nochmal frech und benutze den hier nochmal. Das ist die allgemein die Küche. Ich guck nochmal oben. Löten. Ja, wir löten es einfach dran, kein Problem. Ah, da können wir auch nichts abnehmen, ne? Also, ah, guck mal hier, habe ich einen Bug entdeckt. Das Multitool ist da noch, obwohl es schon weggesammelt ist. Ah, das ist nicht richtig. Aber wobei, hier so ein Klebeband könnte ich natürlich eigentlich gut nehmen, aber... Wir brauchen schon Leim. Mit dem Isolierband. Das haben wir nicht mehr, das Isolierband. Das ist weg. Dran nähen wäre eine Option, ja, aber haben wir ein Nähkit? Habt ihr irgendwo sowas gesehen? Oh. Hey, Kleber. Kann man immer gut gebrauchen. Ja, vor allem jetzt. Super Klebefix. Hm. Die Spitze ist verstopft. Das ist nicht das richtige Werkzeug. Wenn ich die Spitze abschneide, kann... So, wer sagt's denn? Problem. Ich beeile mich jetzt gerade mal, okay. Weil ich habe ein bisschen die Hoffnung, bis 21 Uhr bin ich noch dran. Und ich würde gerne das erste Kapitel noch durchkriegen. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist. Das aber sollte klappen. Sieht so aus, als hätte ich mir einen ziemlich überzeugenden AHC-Anzug gebastelt.
So. Jetzt ziehe ich den an, oder was? Den Ausweis aus der anderen Hose holen, das ist tatsächlich kein so dummer Tipp. Ich gehe nochmal gucken, Entschuldigung. Ich gehe nochmal gucken, weil das ist echt eine gute Idee. Falls wir uns aus irgendeinem Grund noch ein Bier gönnen möchten. Ich wusste doch, dass ich meinen Ausweis hier drin gelassen habe. Respekt, Respekt. Wer hat's geschrieben? Bin mir nicht sicher, aber Respekt. Hype hat's geschrieben und Stony. Sehr gute Idee. Genau, es wird im Chat gefragt, was das Spiel kostet. So 15 Euro als Vorbestellung. Auf Steam gibt es das ganz normal. Und 20 zum Release. Also ziemlich human. Jetzt die Frage, kann ich jetzt einfach da hingehen? Darf man abstimmen, dass Sauke länger streamt? Ja, wir können aber sowieso nur das erste Kapitel. Mehr ist nicht erlaubt, quasi. Weil noch sind wir vor Release. Also wir haben quasi schon die nette Erlaubnis, überhaupt was zu streamen. Kann ich auch verstehen. Das ist natürlich bei einem Spiel, das nur auf Story... Also, ich selber überlege ja auch, ein Adventure zu machen. Und es ist halt immer ein wichtiger Faktor, dass man seinen Haupt... Also das, was für einen am spannendsten ist, natürlich nicht schon vorher verraten möchte. Und wenn man ein Point-and-Click-Adventure macht, ist Story halt der Faktor. Hallo, Harper! Ich glaube, der Anzug ist soweit. Wunderbar, Harper. Gut gemacht. Aber verdammt. Jake sollte mein Auto mittlerweile zurückgebracht haben. Sehr gute Frage. Könntest du bei der Autowerkstatt vorbeischauen und nachfragen, ob er fertig damit ist? Oh, natürlich. Soll ich vielleicht noch Ihre Einkäufe erledigen, wenn ich schon unterwegs bin? Nein, danke. Das müssen wir auch noch machen. Spielst du das Spiel weiter nach Release? Aktuell würde ich sagen, ja, es macht mir sehr viel Spaß. Und sage ich jetzt wirklich nicht nur so, die Story hat mich auch. Also ich würde gerne wissen, wie es weitergeht. Mir gefällt halt, dass man so ein bisschen durchtapst durch die Geschichte. Ne? Er ist halt kein Held. So. Er will jetzt nicht wirklich die Welt retten, das passiert gerade mehr so. Dass man irgendwie in diese Geschichte verworren wird, das finde ich ganz geil. Eventuell Tablets. Ja, das finde ich ein wichtiger Punkt, nämlich weil ich zum Beispiel spiele gerne auch so Convertibles mit Touchscreen. Und eigentlich sind Point-and-Click-Adventure der Shit dafür und kaum eins funktioniert vernünftig. Was für eine Schrottmühle. Hey, Moment mal. Das ist doch Professor McBrides Auto. Wo ist Jake? Ich denke, er soll das Ding hier reparieren. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich sage es lieber gleich dem Professor. Okay, wir beeilen uns. Zurück zum Professor. Hey, Professor. Hallo, Harper. Ich habe Ihr Auto in Jakes Werkstatt gesehen. Es ist ein einziges Wrack. Nein, nein, nein. Jake repariert bloß die Bremslichter. Er sagte, er bringt es heute noch vorbei. Ich fürchte, er hat Sie angelogen, Professor. Es sieht aus, als hätte Jake die Stadt verlassen. Und wie es aussieht, hat er Ihre alte Blechkiste vorher gründlich ausgeschlachtet. Verflixt und zugenäht. Wir brauchen das Auto, um zum RHC-Camp zu kommen. Und nach Port Nicola. Ihr Auto ist Schrott. Was jetzt? Es ist mir wahnsinnig peinlich, fragen zu müssen, Harper, aber glaubst du, du könntest einen Blick drauf werfen? Weißt du, ich muss... Mit der Forschung weiterkommen, ich weiß. Danke, Harper. Okay, kriegen wir hin. Ich weiß schon, wo der Motor ist. Was haben wir noch gesehen? Ich hatte noch mehr Sachen gesehen.
Ja, die Reifen aufpumpen können wir auch, das kriegen wir hin. Ich glaube, das wird eng bis 21 Uhr. Ich glaube, das wird eng. Okay, wir nehmen mal den Schlüssel, benutzen ihn mit dem Auto. Okay, schauen wir mal. Was zum... Die Kiste ist ja komplett ausgeschlachtet. Puiuiui. Mist! Hier fehlen zwei Zündkerzen. Die Kiste ist echt in einem unglaublichen Zustand. Verdammt, die Batterie fehlt. Boah, das müssen wir alles besorgen. Das ist der Kühler. Sieht nach einer Kupfer-Messing-Legierung aus. Ach, der Kühlerschlauch hat ein großes Loch. Sieht aus, als würde der Keilriemen fehlen. Okay, den können wir schon mal ersetzen. Perfekt. Wenn Mrs. Danman Tipp aus der Fahrschule, ist der Keilriemen kaputt, tut's auch eine Strumpfhose für die nächsten paar Kilometer. Ich glaube, hier fehlt etwas Kühlmittel. Der Kühlmittel fehlt auch noch. Haben wir irgendwas in der Richtung? Nee, ne? Okay, also, wir brauchen... zwei Zündkerzen noch. Wir müssen den Kühlerschlauch hier flicken. Dafür brauchen wir wahrscheinlich Band oder irgendwas. Und wir müssen eine neue Batterie finden. Ich glaube, der Schrottplatz ist für all das erstmal der richtige Ort. Oder was sagt ihr? Oh, hier. Auto können wir allgemein. So, wir gehen erstmal zum Schrottplatz. Da sind wir wahrscheinlich ganz gut. Ja, und alle Leute, es kommen gerade sehr viele Leute dazu, weil wir, glaube ich, auf die Frontpage gerutscht sind. Wir spielen Unforeseen Incidents, ein Adventure aus deutschen Landen von Backwoods Entertainment, nee, Backwoods Games ist es, ne? Backwoods Entertainment, sagt ihr mal. Denn die Entwickler sind im Chat unter Games by Backwoods. Wenn ihr Fragen dazu habt, sehr gerne, wir sind noch im ersten Kapitel. Mir gefällt es bis jetzt sehr gut. Wir haben rausgefunden, dass es eine Krankheit gibt, die Leute infiziert und dass wir eine also wir haben jemanden getroffen, der auch infiziert war und sind jetzt auf der Suche nach einer Möglichkeit. Eigentlich wollten wir entkommen, aber jetzt wollen wir die Person nochmal treffen. Die ist aber im Lager der RHC. Das ist so eine Gesellschaft, die sich hier darum kümmert, dass keiner den bösen Kram mitkriegt. So, den Motor holen wir uns. Da sind nämlich zwei Zündkerzen dran. Vielleicht ist in dem alten Automotor was Nützliches. Ich von hier schon. Ich sollte Leroy fragen. Vielleicht ist ich sollte... Ah, wir sollten mit Leroy reden, oder was? Eigentlich würde ich ja viel lieber den Hebel einfach ziehen. Hey, Leroy. Hey, Harper. Backwoods Entertainment ist es, Entschuldigung. Macht es dir was aus, wenn ich ein wenig im Müll stöbere? Wie, hast du ein neues Projektchen? Weißt du was, nimm dir, was du brauchst. Lass nur die alten Autoteile hier, damit mach ich gut Reibach, weißt du? Naja. Ich versuche, dieses kaputte Auto zu reparieren. Könnte ich bitte ein paar Ersatzteile aus dem Müll fischen? Aber du weißt doch, für einen alten Kumpel mache ich da immer gerne Ausnahme. Du hast mir doch selbst schon so auf den Arsch gerettet. Danke, Leroy. Nur mache ich mit dem Krempel von den euren Karren ganz schön Asche. Tust du mir einen Gefallen im Gegenzug? Klar, was willst du? Könntest du mir wohl ein Bierchen holen? Gut, dass wir den Ausweis noch mitgenommen haben. Ich krieg ja nichts mehr in der Hotelbar seit... Naja, du weißt schon. Der Sache. Ja, ich erinnere mich. Ich nicht. Nach dem Schokobrunnen kann ich mir gar nichts mehr erinnern. Wenn du mir ein Bierchen rüberbringst, kannst du hier jedes alte Autoteil nehmen, das du brauchst. Okay, okay, so machen wir's. Wer führt? Ich kann das nicht. Diese Raccoons-Penner haben tatsächlich auch... Oh, okay. Wir fragen nochmal den Funkspruch. Ich habe einen sehr seltsamen Funkspruch empfangen. Da waren Orte und Daten und irgendwas über... Was erzählst du mir da? Ich weiß nicht. Vielleicht passiert heute Abend... Mach ein bisschen Tempo, weil die Zeit wird knapp. Alter, das klingt ein bisschen paranoid, Kumpel. Warum machst du nicht mal ein Päuschen und guckst dir das Endspiel mit mir an? Ein anderes Mal vielleicht. Pass einfach auf dich auf. Bis später, Leroy. Okay, guter Tipp. So. Da hat gerade im Chat jemand gesagt, ich soll mal kurz auf Englisch stellen, weil ich den Typen mal auf Englisch hören möchte. Das möchte ich mir auch mal anhören. Sehr geil, dass es so flüssig geht. Hey, Leroy. Hey, Hop. About those car parts. Bring me a drink and I'll help you out.
You betcha. Talk to you later. Bye, Hop. Jetzt habe ich ihr noch auf Deutsch schon ins Herz geschlossen. So, zurück. Weiterspielen. Muss ich ja nicht auch speichern? Oh, wir speichern mal. Das ist auch mal wichtig, was? Neuer Spielstand haben wir. Wenn du eh schon unterwegs bist, bring mir noch eine Bratwurstschnecke mit. Mein Cheesy im Chat. Ja, den Typen finde ich jetzt auch besser. Also ich finde es einfach, ich finde beides gut. Also ich mag die Protagonistenstimme lieber auf Englisch. Dafür finde ich die meisten Nebendarsteller, die ich bis jetzt im Vergleich gehört habe, gefielen mir auf Deutsch besser. So, wir müssen in den Keller. Das Problem ist, wir haben kein Geld. Ja, ich finde es auch echt gut, dass man mal eben so hin und her switchen kann, einfach mal eine Stimme sich auf Englisch anhören. Weil sei ja die englische Synchro ist auch richtig gut. Komm. Hallo. Hey, was darf sein? Wegen dieses... Was darf sein? Ein Bierchen bitte. Gerne. Aber sicher. Cool, gut. Danke. Okay, müssen wir nicht bezahlen, schnell weg. So, gleich wieder raus zum Schrottplatz. Dann können wir uns nämlich die zwei Zündkerzen holen. Dann müssen wir uns nur noch Gedanken machen, wie wir das zu... Ach, ich bin auch dumm. Wir haben ja einen kompletten Ersatzschlauch. Wir haben ja den Aquariumsschlauch. Wir können wahrscheinlich einfach den kompletten Schlauch ersetzen. Game sieht schon cool aus, Point-and-Click könnte auch mal was für mich sein. Ja, ey, ich bin ein großer Point-and-Click-Fan. Ich weiß gar nicht, warum ich es hier noch nie gestreamt habe. Irgendwie, Point-and-Click-Streamen bin ich immer so vorsichtig, weil so, ja, ich kenne halt, habe schon so oft erlebt, dass das am Anfang irgendwie gut ankommt, die Leute es dann eher langweilig finden, weil oft auch das Spiel einfach mich so abgeholt hat. Jederzeit anhauen wegen dem Karrenschrott. Ich mag halt so wie das, auch wenn, es klingt jetzt immer komisch mit irgendwie erwachsen, aber, können wir den, das dürfen wir jetzt einfach ziehen, die Story ist halt so, dass sie mich abholt. Sie ist halt nicht ganz so humoristisch erzählt. Vielleicht die Gags sind halt eher dezent. Automotor was Nützliches. Ich sollte Leroy fragen. Jetzt müssen wir doch wieder Leroy fragen, okay? Hey, Leroy. Hey, Harper. Um nochmal auf... Ja? Wie sieht's mit einer Autobatterie aus? Ja, ich hab die Woche eine gehabt, um dem Traktor Starthilfe zu geben. War noch ziemlich in Ordnung. Ja. Ich brauche etwas Kühlmittel. Ja, Jake hat ein paar Pullen in seiner Werkstatt. Okay. Ich hab's rübergeholt, wie er abgehauen ist. Besser wie wenn die Kiddies das Zeug saufen oder rauchen. Stimmt's oder hab ich recht, hä? Sehr aufmerksam. So bin ich. Also, könntest du mir eine Flasche Kühlmittel geben? Welche brauchst du denn? Gibt's da Unterschiede? Ja, sicher. Guck mal hier. Oh Gott. Ich bin mir relativ sicher, dass da G13 stand, aber wir gucken gleich nochmal. Wow. Nimmst du das Falsche, fliegt dir der Kühler um die Ohren. Das ist der Unterschied. Okay. Gucken wir gleich nach. Lass mal stecken. Okay. Um nochmal auf die... Ja? Du hast nicht zufällig... Nee. Wobei? Super. Sicher. Kein Problem. Ich bräuchte einen Kühler. Habe ich irgendwo. Ich habe versucht, eine Gasflasche an meinen Herd anzudrehen, dachte dann aber bei mir, bevor ich den Wohnwagen... Okay. Lass uns über was anderes reden. Ich beschleunige es gerade ein bisschen, weil ich alles gehört habe, was ich von ihm hören muss. So, denn da vorne liegen die Gasflaschen. Da ist wahrscheinlich dann auch der Schlauch dran. Okay. Ah. Perfekt, den haben wir schon mal. Nummer uno, dann müssen wir an dem Hebel ziehen. Er klemmt. Wie klemmt? Und nu? Ich wüsste nicht.
Ich glaube nicht, dass ich das... Kacke, wir haben kein Öl oder so, ne? Als ich sagte, ich werde diese Stadt reinigen, außerdem habe ich nie gesagt, dass... Mann, ich will den Motor Stück haben. Stück für Stück der Kreislauf des Lebens. So, dann, wir gucken mal eben, was für ein Zeug wir brauchen. Oh, ganz wichtiger Punkt von Chiefgram. Ich fasse mal zusammen. Er fragt, ob das Absicht ist, dass man manchmal das Gefühl hat, man müsste sich was aufschreiben, so wie es früher war. Ist mir nämlich auch schon aufgefallen. Ich finde das auch mal ganz sympathisch. So. Wir müssen noch mal reingucken. Hier muss Kühlmittel nachgefüllt werden. Gott, das kann man natürlich nicht mehr lesen jetzt. Und nu? So, erstmal hier. Zumindest der Ölstand sieht gut aus. Ich brauche aber Öl. Ich will nicht nur den Ölstand, ich will das Öl. Ich könnte mit dem Schlauch etwas Öl aus dem Tank lassen, aber er ist viel zu lang. Ich kürze den Schlauch ein bisschen. Ich kann diesen Schlauch... Okay, ich... Naja. Okay, hat perfekt. Geklappt. Wir haben ein Glas Öl. So, G kann man nicht lesen. Wie können wir das eventuell doch lesen? Sauber machen? Ich bin nicht hier, um sauber zu machen. Shit, wie kriegen wir denn das jetzt hin? Mann, Kacke. Ja, reinigen. Ich weiß, aber mit was? Will er nicht. Er sagt, nee, ich bin jetzt hier, um sauber zu machen. Na, erstmal können wir den Schlauch, können wir auch schon mal ersetzen. Ein guter alter Kühler mit Kupfer-Messing-Legierung. Okay, Kupfer-Messing-Legierung, das ist wahrscheinlich der Witz. Wichtig ist, es ist G. G und dann anorganisch, weil wir Kupfer-Messing haben wahrscheinlich, oder? Ach, Pink mit G. Logisch, logisch, logisch. Gut, danke für den Tipp. Ihr habt recht. Ich hoffe mal nämlich, wenn wir das Auto haben, ist wahrscheinlich das erste Kapitel zu Ende. Deswegen, das will ich jetzt eigentlich noch versuchen. Wir kriegen jetzt noch das Auto heile. Und dann esse ich was und dann gucken wir, was wir nach der Pause machen. Ich glaube aber, das haben wir dann. Das ist dann das erste Kapitel. Das hat mich bis jetzt schon ziemlich. Es macht mir sehr viel Spaß gerade. Damit sollte es gehen. Rätsel sind auch nicht so aufgesetzt und so. Es macht schon echt Spaß. Woohoo! Geil. Holen wir uns die Zündkerzen. Hey, da sind ein paar Zündkerzen im Motor. Geil, die hätten wir. Dann reden wir mit Leroy. Hey, Leroy. Hey, Harp. Um nochmal auf die Ja? Gibst du mir mal eine Flasche? Klar, welche? So, G18 Pink, ne? Ja, aber guck mal hier, es gibt auch noch G13 Pink. Aber ich sag anorganisch. G18 Pink anorganisch. Ich brauche eine Flasche G18. Sicher? Ich weiß schon, was ich tue. Na gut. Bitte sehr. Danke. Lass uns über was anderes. Bis später. Sieh zu. Hoffen wir aufs Beste, dass es richtig war. Ich speichere lieber vorher. Sau gespannt gerade, ob das richtig ist alles. Okay. Okay, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das richtige Kühlmittel habe.
Zündstöcke wieder drauf. Zündkerzen rein. Ach, kacke, die Batterie haben wir noch nicht. Oh, nee. Oh, Mann, ey. Jetzt haben wir die Batterie vergessen. Kacke, müssen wir noch zurück. Wusste, da fehlt noch was. Was ist noch mal mit der Batterie? Die meinte, er steht irgendwo rum, ne? Gucken wir mal den Schrott nochmal durch, ob wir es noch finden. Was haben wir? Ein paar rostige Radkappen und. Was ist denn. Nur ein alter. Komm, Schrotti, Schrott. Nur altes Blech. Schon komplett. Nur langweilig. Manchmal hab ich den aber mit den eigenen Händen im Schrott zu wühlen. Leroy macht es nichts, auch kaum zu glauben, dass ich... Ich frag ihn nochmal. Er hat doch gesagt, er hat damit was abgeschleppt. Jetzt hat er irgendwie gesagt, er hat eine Batterie gebraucht zum Überbrücken. Um nochmal auf die... Ja? Du sagtest, du hast irgendwas... Hatte ich in der Hand, wie ich geholfen habe, dem Bauern neue Reifen auf den Traktor zu ziehen. Das Ding kann nie weit weg sein. Lass uns über was. Um nochmal auf. Ja? Lass uns über was an. Bis später, Leroy. Okay. Neue Reifen auf dem Traktor. Ah, da! Ja, da ist doch ein Reifen. Schauen wir mal hier. Ich hab die Batterie gefunden. Ah, geil. Super! Super! Ihn finde ich am besten bis jetzt. So, geil, 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 geil. Los geht's, los geht's. Jetzt müssen wir nur noch die Batterie reinbauen. Dann ziehen wir uns unser fesches Outfit an und donnern los. Oh Mann, ich sitze hier blöd auf dem Kabel. Oh, dann kann ich zwischendurch mal eben schnell was essen. Ich habe nämlich auch ganz schön Hunger. Haha, super! Ich hab das Auto repariert. So, es gibt leider immer noch eine relativ solide Chance, dass das falsche Kühlmittel war und uns gleich die ganze Karre um die Ohren. Ich hab das Auto repariert. Okay, jetzt müssen wir zu Dings oder was? Und sagen, Auto repariert oder haben wir einen Schlüssel? Nee. Spielst du es bis Release weiter, Hauke? Ich würde jetzt gerade sagen, aktuell ja. Also ich glaube, es sind auch eine Menge Leute im Chat, die sagen, ich habe Bock auf das Spiel, spiel es mal weiter zu Release. Aber nur, wenn ihr mir versprecht, dass manche es trauen, auch kaufen. Ich mache es jetzt zum Beispiel bei Serien so. Also Serien, die gratis im Netz stehen, wenn ich die geil finde, kaufe ich mir die trotzdem auf DVD, weil ich die Serie so gut finde. Game of Thrones habe ich das zum Beispiel gemacht. Hey, Professor. Hallo, Harper. Ich habe Ihr Auto repariert. Oh, wunderbar. Exzellent. Dann haben wir ja alles. Außer, trotz größter Bemühungen ist es mir bisher nicht möglich gewesen, den Standort des RHC-Camps auszumachen. Ha! Sie haben Glück, Professor. Ich glaube, ich habe gerade jemanden getroffen, der weiß, wo das Camp ist. Fabelhaft! Warten Sie hier. Ich spreche mit ihr. Hi. Yoshi ist gekommen. Mit ihr sprechen wir jetzt noch. Ich werde jetzt das erste Kapitel schaffen. Ja, Game of Thrones war doch mal zwei, drei Völkchen. The Walking Dead meinte ich auch, Entschuldigung. Geil, also, wir wurden hier gesprochen. Wo ist dieses RHC-Camp? Ich sag dir was, ich werde dir zeigen, wo das Camp ist. Perfekt. Aber ich komme mit. Was? Warum? Du hast vor, in das Camp einzubrechen, oder? Auf keinen Fall. Okay. Naja, solltest du planen, dich dort hineinzuschleichen, könntest du ein paar Fotos für meinen Artikel machen. Super Idee.
Das wird die Sache für die Polizei bei meiner Festnahme vereinfachen. Hey, wenn du wissen willst, wo das Camp ist... Okay, okay, wir machen es so. Aber keine Fotos von mir. Wunderbar. Wann brechen wir auf? Wir sind soweit. Gehen wir. Geil. Okay, 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 okay. Ich würde sagen, der Anzug ist gerade das geringste Problem, Harper. Dieser Funkspruch, meine Güte. Was hat das wohl zu bedeuten, Professor? Ich denke, es bedeutet, dass wir uns beeilen müssen. Hier, nimm diese Spritze und hol eine Blutprobe, genau wie ich es dir gezeigt habe. Okay. Also wie damals, als ich meiner Mutter diese Injektionen geben musste. Nur andersrum. Genau. Okay. Auf geht's. Guter Junge, das ist vielleicht unsere einzige Gelegenheit, eine Blutprobe dieser armen Frau zu bekommen. Verhalte dich einfach so, als wüsstest du genau, was du tust. Geh rein, hol die Probe, komm wieder raus. Professor McBride, denken Sie, Patty, denken Sie, sie könnte noch leben? Naja. Finden wir es raus. Stimmt, richtiges Kühlmittel genommen. Ich speichere mal eben. Hey, bevor du gehst. Ja? Nimm meine Kamera mit. Versuch bitte im Camp ein paar Fotos zu machen. Klingt ganz so, als würdest du gerne in diese widerliche Gummijacke schlüpfen. Liebend gern, Harper. Aber wir haben leider keinen Anzug in meiner Größe. Du musst das machen. Ach, verdammt. Mode ist jetzt oder was? Einfach ein paar Fotos vom Gelände. Von Dingen, die dir interessant oder auffällig erscheinen. Und behandle Patty mit Respekt. Wenn sie... Naja... Wenn sie noch... Alles klar. Ich schau, was sich machen lässt. Danke, Harper. Ausweis bitte. Wie bitte? Du musst mir deinen Mitarbeiterausweis zeigen. Ich muss ihn wohl verloren haben. Was zum... Wie? Er muss an deinem Anzug befestigt sein. Was ist passiert? Bist du auf Widerstand gestoßen? Ich, vermutlich wurde er geklaut. Heiliger Adler. Gary, das ist ja mal wieder typisch. Was, wenn jetzt ein Unbefugter mit deinem Ausweis herumläuft? Los, geh ihn suchen. Sofort! So wohl gerne. Das Loch in der Wand wurde mit Maschendrahtzaun geschlossen. Ich frage mich, ob... Hey, der Eingang ist hier drüben. Ups. Oh, Tannenbaum, oh. Das ist mein Ausweis. Das wäre vermutlich ein großer Fehler. Dafür bin ich jetzt dahin gelaufen? Das funktioniert so nicht. Ich wüsste nicht, wie ich... Mit dem Multitool sollte es kein Problem sein, da durchzukommen. Hey, das ist nicht der Eingang. Entschuldigung. Okay, wir müssen ablenken. Wir müssen mit ihr reden, sie kann ihn bestimmt ablenken. Hallöchen. Bist du nicht ein wenig klein für einen RHC-Rettungssanitäter? Star Wars Gag. Nein, das passt mir perfekt. Wovon redest du? Das war ein... Ach, vergiss es. Ich glaube, ich könnte durch den Zaun einbrechen. Das könnte klappen. Wirklich? Sicher? Nein. Die verlorene Touristennummer habe ich bei dem da drüben schon mal versucht und es hat nicht geklappt. Aber es ist noch einen Versuch wert. Komm. Okay, geil, geil, geil. Zieht durch. Sie schon wieder. Bonjour. Ich habe Ihnen doch bereits gesagt, dass Sie hier verschwinden sollen. Où va ces bus? Privatgelände.
kein Zugang. Muy gefährlich, comprende? La carte de vin, s'il vous plaît. Est-ce que c'est sans gluten? Hören Sie. Ganz geil, dass sie einfach nur Bullshit redet. Okay. Yes, wir sind drin. Immer noch das erste Kapitel. Krass. Patty muss in einem dieser Kapitel Zelte gibt's sein. Oder was? Nee, 4 Kapitel gibt's, wie gesagt. Es ist fast leer. Die medizinischen Gerätschaften müssen in einem der anderen Zelte sein. Da sind Typen. Das ist seltsam. Hier ist Patty auch nicht. Und ich dachte, sie hätten eine Menge medizinischer Ausrüstung hier drin. Hier ist nichts. Ich halte lieber etwas Abstand zu diesen RHC-Astronauten. Ich will niemandem erklären müssen, warum ich hier rumschleiche. Vermutlich medizinische Geräte. Sie haben scheinbar noch einiges auszupacken. Keine Patienten? Nanu? Halliwell wird ein Foto hiervon haben wollen. Hey! Oh, Mist. Was machst du da, Rekrut? Ich dachte, ich hätte hier jemanden reinschleichen sehen. Warum hast du das nicht sofort gemeldet? Wie lautet deine Kennnummer? Feldstudie, Phase 1. 31. Juli, Yelltown-Einheit. Um diese Verletzung der Dienstordnung kümmere ich mich später. Los jetzt! Raus hier! Ja, Sir! Feldstudie Phase 3. Die Kamera mit! Nicht die Kamera liegen lassen! Was hat der denn da? Was? Was zur Hölle geht hier vor sich? 16. August, Aranzo Valley Einheit. Das sieht aus, als ob die irgendwie so grünes Zeug hier rumspritzen. Harper, bist du das? Was geht hier vor sich? Keine Ahnung. Hast du die Blutprobe? Nein, Patty war nicht da drin. Und die Kamera ist mir auch runtergefallen. Tut mir leid. Was ist passiert? Der Alarm ging los und plötzlich hatten diese RHC-Typen diese komischen Kanister. Ich glaube, sie gehen runter nach Yelltown. Kommt, von dem Hügel da drüben haben wir eine bessere Sicht. Oh, oh. Mir schwant Böses. Wie lange spielt Hauke noch? Ich denke, ich habe das Kapitel bald. Also ich glaube, es ist jeden Moment... Das kann nicht wahr sein. Oh mein Gott. Oh Gott. Was machen die da? Versprühen sie irgendeine Art von Gegengift? Nein, für mich sieht das aus... Es sieht so aus, als würden sie den Erreger selbst verbreiten. Was? Sie verbreiten die Krankheit absichtlich? Was? Das ist verrückt. Warum sollten sie das tun? Davor wollte Patty uns warnen. Verdammt. Können wir sie irgendwie aufhalten? Es ist zu spät, Harper. Du weißt, wie aggressiv dieser Virus ist. Wir müssen hier weg, so schnell wir können. Aber was, wenn ich ihnen eine Probe dieses Erregers bringe? Die Kanister. Der Erreger muss in den Kanistern sein. Die Kanister? Harper, denkst du, du kannst ihnen im Schutzanzug folgen und uns einen dieser Kanister bringen? Okay. Ich mach's. Danke, Harper. Vielleicht ist es zu spät für unsere Freunde in Yelltown. Aber es ist unsere einzige Chance, andere Menschen zu retten. Okay. Boah, die sind alle tot in Yelltown? Ich beeil mich. Ich hoffe, sie wissen, was sie da tun. Ich auch. Alter Schwede. Was, das ist immer noch erstes Kapitel? Krass. Du hältst dich nicht an den vorgeschriebenen Ablauf. Moment mal. Experiment gefährdet.
Ich wiederhole. Experiment gefährdet. What? Niedergeschlagen? Okay, okay. Ach, okay, wir dürfen keinem über den Weg laufen, oder was? Hey, du da! Shit. Wo ist deine Ausrüstung, Rekrut? Ich, wie ist deine Kennung? Naja, eigentlich... Alle herhören! Experiment gefährdet! Eliminierung in Gang setzen! Ah! Puh, wenn ich nur irgendeine Waffe hätte oder so. Leute zu erstechen wird mich wahrscheinlich... Ich will ja auch nicht erstechen, ich will einen Ritz in seinen Anzug machen. Dass er seine eigene Medizin zu schmecken bekommt. So, jetzt läuft der. Nee, 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 zurück. Zurück. Hey, was machst du da? Wo darf ich denn hin? Du hältst dich nicht an den vorgeschriebenen Ablauf. Das ist kein Ladescreen, das weiße Bild. Genauso schwierig ist, das ist, weil er mich ausnockt. Okay. Was machst du da? Du hältst dich nicht an den... Moment, Experiment. Oder darf ich nur laufen, wenn die laufen? Ich brauche einen dieser Kanister. Vermutlich heißt das, dass ich sie irgend... Jetzt können wir ihm einen an den Dötz hauen. Jetzt sehe ich einen Ablauf, Bam! Stehen bleiben! Auf der Stelle! Was? Ich... Wenn du versuchst, deine Kameraden zu rufen, mache ich aus dem Anzug Schweizer Käse. Ich hab gesehen, was ihr da veranstaltet habt. Was zur Hölle geht hier vor sich? Ich hab einen guten Tag heute. Du hast eine Chance, mir zu erklären, was hier los ist. Lustige Geschichte eigentlich. Ist eine geile Einleitung. Wir durften nicht mal was sagen. Die hat uns einfach einen reingehauen. Alter, hat ganz schön Tempo aufgenommen jetzt. Was? Ist das Absicht? Jetzt soll ich irgendwas hacken? Ah, okay. Hä, was ist denn dann? Ach so, ah, okay. Hä, das ist auch nicht die richtige? Ach, muss ich alle, oder was? Das kann doch nicht sein, sich alle Dateien. Ich dachte, ich darf keine. Oh, ich muss aufhören. Abbruch. Halt, stopp. Schreibt ihr schon? Okay, ich habe das erste Kapitel durch. Stopp. Schnell weg. So, das war's.
erstes Kapitel durch. Heieiei, danke Chat. Ich hab's noch gemerkt. Ich habe aufgehört. Oh, abgebrochen. Ja, das war tatsächlich das erste Kapitel von Unforeseen Incidents. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also wirklich richtig, richtig gut. Ich möchte es auf jeden Fall weiterspielen. Am 24. erscheint's. Vielen Dank auch an die Jungs von Backwoods Entertainment, die jetzt auch im Chat noch sind, falls ihr immer noch Fragen haben solltet. Ihr könnt es auf Steam holen, ich glaube noch nicht, ne? Irgendwie hat es nicht funktioniert. Eigentlich sollte man es, aber ihr könnt es mal auf die Wishlist setzen auf Steam und ihr könnt es auf der Seite des Publishers direkt schon kaufen. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Also, cooles Spiel, nochmal als Erinnerung, letztes Jahr auf der Gamescom sind wir uns das erste Mal begegnet, da habe ich reingesehen, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich würde deswegen jetzt, oh, hier mega gut gespielt, selbst die Entwickler sagen, dass ich mega gut gespielt habe. Ja, ich würde sagen, dann mache ich eine kurze Pause, ess mal was, danach sind Matteo und ich wahrscheinlich nochmal wieder da oder nur Matteo, das entscheiden wir gleich. Hat echt Spaß gemacht, ich will unbedingt weiterspielen. Ich möchte wirklich wissen, wie es weitergeht um Yeltown und Co. und bin sehr gespannt. Also vielen, vielen Dank fürs Zugucken und bis gleich nach einer kurzen Pause sind wir wieder da. Stellt noch Fragen, wenn ihr noch welche habt und denkt dran, sollte euch das Spiel gefallen, das ist ein kleines deutsches Entwicklerteam. Es lohnt sich auf jeden Fall, das zu unterstützen. Denn das ist, ich weiß nicht, ob das ihr erstes Spiel ist, aber beeindruckend. Geiler Stil, coole Erzählweise und so. Echt starke Story. Macht Bock. Also, bis gleich. Oh, ist Boris überhaupt noch da? Oder bin ich jetzt selber Regie? Wahrscheinlich bin ich selber Regie. Hihihi. Da. Also, wo habe ich denn? Oh Gott, ich muss hier erstmal alles einstellen. Ich wollte so schön abmoderieren. Oh, ich wollte so schön abmoderieren. Wo haben wir es denn? Hä? Ich finde hier überhaupt nichts. Das ist ja komisch. Gib mir eine Sekunde, Freunde. Was ist denn das für ein komisches? Okay, sonst könnt ihr gerne noch ein bisschen Fragen stellen in der Zeit, weil ich hier gerade nicht verstehe, wie ich das hier bedienen soll und wo hier welcher Knopf ist. Das ist alles ganz anders als sonst. Ich bin ein bisschen verwirrt. Da, jetzt habe ich es. So, dann, jetzt habe ich es aber gefunden. Vielen Dank, bis gleich.